die Natur für unsere Kinder zu erhalten. Danke. Hier zu sein und vielleicht von manchen in diesem komischen Akzent aus Brasilien an eine alte Sprache erinnern, die nicht so weit weg von hier ist. Denn die meisten deutsche Einwanderer waren aus dem Hunsrück. Ich glaube, dass der Hunsrück nicht so weit von hier liegt. Ich war schon mal in der Gegend und meine Vorfahren und auch die Nachbarn waren abstämmige Hunsrücker früher. Das hat sich aber nochmal gemischt mit einer bayerischen Abstammung meiner Mutter und einer italienischen Abstammung aus Südtirol seitens meines Vaters. Da ich bis 7 Jahren kein Portugiesisch gelernt habe, dann spreche ich so etwas gemischt, sag ich mal. Mit hunsrückischen, bayerischen, Südtiroler, portugiesischer, spanischer, weil es an der Grenze zu Argentinien liegt, Akzent, sag ich mal. Ich könnte noch dazu sagen, dass vielen meiner Kollegen in der Kindheit Russen aus der Ukraine, Weißrussland waren und dass die Indianersprache vor Ort eigentlich Guarani war. Dann gibt es noch mal was mehr dazu. Also ich hoffe, trotz Akzent hier verstanden zu werden und auch trotz Schwierigkeit, die das Thema für jeden Wissenschaftler darstellt, hier verstanden zu werden. Ich weiß, dass das sehr schwierig ist. Ich hoffe, es auch nicht so einfach zu machen, dass man auf Vorurteile kommen würde, wie zum Beispiel, es sei ja gar nicht wissenschaftlich, wenn man es verstehen würde. Oder sowas. Oder entweder man könnte auch sagen, dass in dieser Debatte viele von diesen Begriffen, die man anwendet, in dem Bereich ja auch nicht so ganz genau sind, so dass es eine große Interpretationsvielfalt ermöglicht. Zum Beispiel, wenn wir sagen, es handelt sich um gentechnisch veränderte Pflanzen. So könnten wir schon damit anfangen und sagen, das sind doch alle Pflanzen, oder? Denn alle Pflanzen sind irgendwie gentechnisch verändert, oder? Nee. Da fängt es schon damit an. Wenn wir genetisch verändert sagen oder genetisch modifiziert oder sogar genetisch manipuliert, dann ist es schon mal ein Begriff. Und wenn wir gentechnisch verändert sagen, dann ist es schon mal was anderes. So dass ich lieber sogar den Begriff transgene Pflanze benutze. Transgen heißt ja, dass wir Pflanzen geschafft haben, durch Technik, das gibt es nicht in der Natur so, indem wir in der Lage sind, Lebensarten zu kreuzen, die sich in der Natur nicht kreuzen können. Diese Art Pflanze nennen wir transgenen Pflanzen. Das hat jetzt mit der normalen, herkömmlichen, natürlichen Variationen, die man auf
Tausenden von Jahren oder noch mehr heute hat, wenig zu tun. Also nachdem man die Desoxyribonukleinsäure entdeckt hat, das ist eigentlich eine sehr wichtige Erkenntnis, vielleicht die Erkenntnis überhaupt, denn alles andere ist nur die Umsetzung dieser Erkenntnis, indem man festgestellt hat, dass es eine Reihenfolge an Genen gibt in jedem Lebewesen. So haben jede Lebewesen Genen. Und dann nicht das, was beim Emil-Institut mal vorkam, als in Deutschland eine Untersuchung gemacht wurde und 80% der deutschen Verbraucher geglaubt hätten oder haben, ich habe das jetzt ja nicht durchgeführt, dass gentechnikfreie Lebensmittel keine Gene enthalten. Also diese ganze Sprachkonfusion, würde ich mal sagen, müsste man hier schon mal diskutieren, damit man da überhaupt bei der Debatte zurechtkommt. Weil es wird immer wieder gesagt, dass gentechnisch veränderten Pflanzen eigentlich mit konventioneller gezüchtete oder mit der normalen Pflanzenzüchtung verglichen, dass es da eine substanzielle Äquivalenz gibt. Und das ist ja schon mal ein wichtiger Punkt. Wenn dies tatsächlich zutreffen würde, dass diese neue Pflanzenart, die man durch die Gentechnik entwickelt hat, substanziell äquivalent wären, dürfte man da ja gar keine Lizenzgebühren kassieren. So wäre das ja gar kein Geschäft. Also man muss ja vor Gericht oder vor den Gesetzen oder vor Regierungen, vor Biosicherheitskommissionen, an denen ich auch teilnehme in Brasilien, beweisen, dass es sich um eine Innovation handelt, also etwas ganz Neues ist, was es vorher noch nie gegeben hat. Also dann ist das schon mal merkwürdig, dass man, um es zu ermöglichen, dass man Lizenzgebühren kassieren kann über dieses Saatgut, behauptet, es sei eine Innovation, also etwas ganz Neues, aber trotzdem immer noch sagt, es sei ja gar nichts Neues im Grunde. Oder man sagt, es sei ja substanziell äquivalent. Und man geht davon aus sogar, dass man schon alle Auswirkungen, die man da erwarten könnte, als Hypothese oder als Wahrscheinlichkeit schon kennen könnte. Also es gäbe keine Risiken. Oder diese Pflanzen seien sicher. Diese Aussagen hört man sehr oft in der Presse. Also fast nur diesen Aussagen hört man überhaupt. Und es hat etwas mit einer Art von Wissenschaft zu tun, die auch so aufgebaut ist, dass sie an bestimmten Gedanken anknüpft, die uns schon bekannt sind. Zum Beispiel, wir bräuchten ja unbedingt solche Pflanzen, damit wir bei der Schädlingsbekämpfung zurechtkommen. Also das ist schon mal ein toller Satz. So, ohne zunächst mal darüber nachzudenken, warum es überhaupt Schädlinge gibt, geht man schon auf die Frage, man bräuchte diese Pflanze als Lösung eines Problems, das man noch nicht genau untersucht hat. Das ist nicht nur im Bereich der Landwirtschaft so. Man könnte auch im Bereich der Gesundheit hier sagen, dass man meistens versucht, Krankheiten zu bekämpfen, ohne zu verstehen, warum sie überhaupt entstehen. Also das hat mit einer Art von Wissenschaft zu tun, die eigentlich keine Lösung anbieten kann, wenn sie so vorgeht. Also von vornherein stellt man eigentlich die falsche Frage. Es geht nicht darum, den Maiszünsler zu bekämpfen, sondern zu verstehen, warum es überhaupt ein Insekten gibt, der ein Maiszünsler ist, und zum Schädling geworden ist. Das ist die erste Frage, die man stellen sollte. Und zu glauben, dass man jetzt durch gentechnisch veränderten Mais, der einen Giftstoff enthält, in jeder Zelle, weil man da es geschafft hat, einen Teil des Genkonstruktes einer Bakterie einzubauen, die ein Toxin produziert, also eine Giftpflanze erzeugt hat, dazu glauben, dass man dadurch jetzt die Chance hätte, diesen Maiszünsler
auszurotten oder sogar zu vernichten, damit man in der Landwirtschaft besser produzieren kann, ist dann schon mal die nächste Frage, in der man glaubt, dass man die Schädlingen, die man als Schädlingen so beschreibt, tatsächlich vernichten könnte. Und man stellt sich nicht die Frage, was würde passieren, wenn dieser Maiszünsler resistent wird gegen dieses Toxin. Vielleicht noch schlimmer. Ich erinnere mich noch ganz gut an den 3. März 2009. Habe ich in Kaifernheim mit einem Bundestagsabgeordneten diskutiert auf dem Podium. Und er hat behauptet, es gebe auf keinem Platz der Welt einen Insekten, der resistent sei gegen Bacillus thuringiensis. Ich habe es gesagt, es gibt es schon. Nur jetzt kann ich es noch anders sagen oder noch anders formulieren. Dieser Insekt ist so resistent geworden, dass es gar keinen Gift im Lande mehr gibt, um ihn zu bekämpfen. Also andere Insektiziden, die vorhanden sind, reichen auch nicht mehr. Und woran liegt es, dass wir Insekten, also Insekten geschaffen haben, die resistent sind gegen BT? Das kannten wir ja auch schon im ökologischen Anbau, weil wir einen Stoff, dieses Toxin, in der Maispflanze die ganze Zeit produzieren und in der Form einer Monokultur, die ja auch damit zusammenhängt, also Gentechnik für die Monokultur, wie Mais, Soja und Baumwolle, immer wieder mit mehr Anfälligkeit für Schädlinge zu tun haben, aufgrund der Gleichförmigkeit. Also so schaffen wir eigentlich immer mehr Schädlinge. Und durch die Gentechnik haben wir es jetzt auch nochmal geschafft, die Alternativen, die wir hatten, dieses Schädlings zu bekämpfen, ohne Pestizide einzuwenden, auch noch zu vernichten. Also wir haben es jetzt geschafft, und das ist die Meldung seit März 2013 in Brasilien, das hatten wir schon in den USA und in anderen Ländern der Welt. Wir haben jetzt in Brasilien mit einer Raupe zu tun, die völlig resistent ist gegen Bacillus thuringiensis, gegen dieses Toxin. Ich zeige mal diese Raupe, weil die gibt es hier noch nicht so, oder ich habe sie wenigstens noch nicht so gesehen. Ich wohne aber auch nicht hier und vielleicht haben Sie sie schon mal gesehen. Das ist diese Raupe, wissenschaftlich heißt diese Raupe Helicoverpa arnigera für die Spezialisten. Bei uns heißt sie ganz einfach Lagarta do Cartucho und auf Deutsch würde das heißen die Baumwoll. Die Baumwoll? Jetzt habe ich schon wieder das vergessen, das gibt es ja nicht bei mir mit meinem Namen. Die Baumwollkapseleule, das ist auch nicht so einfach für einen Brasilianer. Also die Baumwollkapseleule. Es hat dafür gesorgt, also es hat dazu geführt, dass wir nur im Bundesland Bahia, das ist im Nordosten, im letzten Jahr 2 Milliarden Reais, ja, umgerechnet immer, müsste ich jetzt sagen, 3 mal 1 Euro ist 3 Reais wert, so ungefähr. Mehr, 2 Milliarden Reais, das heißt 700 Millionen Euro. Und das Schlimme dabei ist, dass sie nicht nur Mais frisst, sie frisst eigentlich von allem. Alles, was es an Pflanzen gibt. Merkwürdig. Die Meldung ist auch bei allen Zeitschriften bekannt worden. Ich zeige mal die erste Zeitschrift, die das in Brasilien bekannt gegeben hat. Im März, das war eine Zeitschrift des brasilianischen Agrarchemieverbandes und man ist jetzt dabei, das zu verstehen. Wie kann es, dass diese
Baumwollkapsel Eule nicht mehr durch BT-Pflanzen beschädigt wird. Denn das war ja der Wunsch. Wir wollten jetzt eine Pflanze haben, die uns es erlaubt, Insekten zu bekämpfen, ohne dass wir Insektiziden benutzen müssen. Toll ist es zu sehen, dass eigentlich diese Raupe vorher gar kein Schädling war in dem Maße, wie wir es jetzt kennen, sondern es gab einen anderen Schädling, den wir versucht hatten auszurotten. Also, das ist der sogenannte Heerwolf. Spodoptera frugiberda für die Spezialisten. Der Heerwurm war ein Fressfeind der Kapsel, dieser Baumwollkapselrolle. So, das ist schon mal ganz wichtig, dass wir unsere eigenen Nützlinge als Fressfeinde bezeichnet vernichtet haben. Da hätten wir ja auch noch eine Chance gehabt. Wir hätten auch noch eine Chance bei BT gehabt, oder wir hätten jetzt noch eine Chance gehabt, gäbe es Insektiziden im Lande, die in der Lage wären, ihn zu töten. Es gibt da nur eine Alternative. Das heißt Emamectin-Benzoat. Emamectin-Benzoat, raten Sie mal, wer produziert Emamectin-Benzoat? Europa kommt immer so schnell die Antwort, Monsanto. Singenta. Ich habe hier auch mal versucht, gestern Abend eine schöne PowerPoint-Präsentation zu finden, auch von Singenta, in der gesagt wird, dass es ein Produkt ist, das auf das Nervensystem wirkt. Also hier haben wir mal Affirm zum Beispiel. Es wirkt gegen ganz viele Raupen, unter anderem Ostrinia nobilalis. Das ist der sogenannte Maiszünsler in Deutschland. Da kommt noch nicht die Baumwollkapseleule vor, weil anscheinend gibt sie hier nicht. Also es ist jetzt hier ein Produkt, das auch in der Schweiz zugelassen ist, also von Syngenta aus der Schweiz. Merkwürdig ist es ja auch, dass Syngenta einer der ersten Konzerne auf der Welt war, die sich für Saatgut interessierten, besonders für ein Genmais. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, im Jahr 2002 gab es schon einen Versuch in Deutschland mit einem sogenannten BT176. Ist dann später vom Markt herausgenommen worden. Wer ein Teilchen dieser Geschichte nochmal lesen möchte, der kann da hier am Anfang dieses Buches nochmal auf den Fall Gottfried Glöckner kommen. Das war der BT176 von Syngenta. Damit Sie jetzt nicht denken, ich würde hier auf eine Verschwörungstheorie kommen, so dass Syngenta das schon alles von vornherein geplant hätte, denn das ist eigentlich die Theorie, meine Kollegen, Befürworter der Gentechnik in der Biosicherheitskommission, das ist ihre Aussage oder ihre Erklärung, weswegen wir diese schlimme Raupe in Brasilien haben. Und die Antwort ist nicht so zutreffend, denn die setzt ja voraus, dass wir mit Biopiraterie zu tun haben. Also, es ist nicht nachgewiesen, dass jetzt diese Raupen, die sagen aus Indien oder ich weiß nicht wo die auch ist, nach Brasilien geschleppt wurden. Also, Biopiraterie sei das. Ich halte es für sehr fragwürdig, weil es gibt schon sehr viele Berichte, dass wir diese Raupe vorher auch schon hatten. Und so das zu vereinfachen und zu sagen, das sei jetzt eingeschleppt worden und ein Konzern hätte das sich durchgedacht, um dann später das Gift dazu zu produzieren oder hat es ja schon auf dem Markt, das ist nicht meine Theorie. Okay? Damit Sie jetzt nicht auf die Idee kommen, ich würde das behaupten,
als Grund, weswegen diese Resistenz resistente Raupe heißt. Es gibt auch die zweite Theorie, die habe ich hier schon mal gesagt, das ist eigentlich die Aussage des brasilianischen Bundesministeriums für Landwirtschaft. Die gehen davon aus, dass die Ausrottung des Heerwurms dazu geführt hat, dass die Raupe, diese Baumwollkapseleule, zugenommen hat. Das ist eigentlich eine Theorie dazu, das hat ja auch mit Auswirkungen auf die Umwelt zu tun. Es gibt aber noch eine andere Theorie, das ist eigentlich die Theorie, die am meisten anerkannt ist in der Wissenschaftsdebatte und die leider nie akzeptiert wurde unter den Wissenschaftlern selbst. Das heißt, dass in Tausenden von Insekten sich eine entwickelt, die es schafft, widerstandsfähig zu sein gegen einen bestimmten Stoff, den man die ganze Zeit den Tieren anbietet. Das ist ja so bei dieser Giftpflanze. Man hat sie die ganze Zeit da und auch wenn es keinen Schädlingsbefall gibt, ist dieser Gift drin. Das heißt, für jedes Insekt in diesen Zeiten, das jetzt da diesen Mais frisst, haben wir eine Wahrscheinlichkeit, eine Resistenz zu produzieren. Und das kennen wir in der Wissenschaftsdebatte schon bei allen Schädlingen. Es kommt immer wieder dazu, dass einer es schafft, von Tausenden von Insekten sich widerstandsfähig zu machen und sich dann zu reproduzieren. Das ist ja auch so in der Natur, dass das nur die lebenden Insekten können, ne? Und nicht die toten. Also wüsste man genau, welches von diesen Tausenden es ist, könnte man es ja auch vom Anfang vielleicht verhindern. Da man es nicht weiß, geht man nach fachlicher Praxis davon aus, dass die Bauern eigentlich ein Teilchen oder einen bestimmten Teil ihres Anbaus mit Gentechnik freiem Mais anbauen sollten. Das sind die sogenannten Fluchtzonen, damit man es schafft, dass die Raupen, die den gentechnisch veränderten Mais sich mit den Raupen, die auf dem nicht gentechnisch veränderten Mais vermehren, also sich kreuzen, und dann verhindert man die Wahrscheinlichkeit zur Resistenzbildung. Das heißt ja aber auch am Ende, dass wiederum der Bauer schuldig gemacht wird. Also er hätte nicht diese Abstandsregeln oder Schutzzonen eingerichtet. Und auf der anderen Seite verlangt man ja auch immer, der Bauer soll ja immer mehr gentechnisch veränderten Mais anbauen, so ist es etwas zweideutig. Auf einer Seite soll man immer mehr Fläche produzieren, auf der anderen Seite soll man einen Teil von der Fläche als Schutzzone einrichten. Naja, das ist jetzt schon mal eine ganz wichtige Erklärung. Ich glaube, dass diese Erfahrung neu ist für die Debatte. Eigentlich nicht neu von den Befürchtungen, die man schon immer hatte, denn man weiß es ja schon aus der Wissenschaftsdebatte. Nur da kommen wir immer auf eine sehr tolle Frage, die mir auch oft in Vorlesungen von Studierenden gestellt wird. Die Studierenden sagen mir immer so, ja, Herr Professor, das gibt nur ein kleines Problem. Bei Ihnen ist vielleicht etwas in der Theorie, das nicht unbedingt in der Praxis zu sehen ist. Bei der Gentechnik-Debatte ist das sehr oft. Und wir haben eine Theorie, die angeblich perfekt ist. In der Praxis setzt das sich aber nicht um. Und ich habe immer eine tolle Antwort darauf, auf diese Frage. So, wenn die Praxis nicht mit der Theorie übereinstimmt, dann stimmt die Theorie nicht. So, das ist eine ganz einfache Antwort. Das Problem ist, dass die Wissenschaftler diese Erfahrung meistens nicht ernst nehmen. Und auch die Bauern als Mensch, der Wissen hat, nicht ernst nehmen. Also diese Erfahrung kennen wir. Und diese Erfahrung haben wir jetzt. Und ich gehe schon mal davon aus, dass auch wenn ich das jetzt hier so berichten, gibt es immer wieder Wissenschaftler, die versuchen zu sagen, zunächst, dass es das gar nicht gäbe. Zweitens, dass das gar kein Problem sei. Das sei ja kein Problem, weil wir demnächst schon wieder eine Technik haben, die das verhindern kann. Also diese Hoffnung, es gäbe ja wieder eine nächste Generation, in der wir wieder Giftpflanzen kombinieren könnten. Es gibt hierbei schon ein Problemchen. Imamectin-Benzoat ist in Brasilien nicht zugelassen.
Das heißt, das brasilianische Bundesministerium hat jetzt versucht, in einer Notsituation Benzin, also diese Imamekin-Benzoat zu importieren, ist jetzt zugelassen für den Import, aber nicht für den Einsatz. Ist doch super, ne? Also keine übernimmt die Verantwortung. Es bleibt wieder beim Bauer zu entscheiden, ob er es jetzt einsetzt oder nicht. Setzt er es ein, dann ist er verantwortlich dafür. Für die Auswirkungen des Imamekin-Benzoats auf die menschliche Gesundheit. Denn es ist ja ein Nervengift. Und wir kennen die neurologischen Auswirkungen, so dass die brasilianische Behörde für Gesundheit es verboten hat. So, das ist ja merkwürdig. Wir haben jetzt wieder das Problem beim Bauern. Und was soll der hier tun? Aufhören, Mais zu pflanzen? Oder weiter zu hoffen, dass man in diesem System, das auf einer tollen Theorie basiert, die Theorie heißt, insektenresistenten Pflanzen zu haben. Und diese Theorie hat es nicht vorgesehen, dass es zu Resistenzen kommt, die wir schon in der Wissenschaftsdebatte kennen. Das ist ein Teil des Problems. Brasilien ist ja nicht so berühmt für die Maisproduktion, sondern für die Sojaproduktion. Und bei der Sojaproduktion, da haben wir schon viel mehr erfahren. Die Erfahrung ist vielleicht auch sehr wichtig, was heißt es, wenn wir eine Pflanze haben, die in der Lage ist, wie wir es in Brasilien so schön sagen, eine Dusche von Glyphosat zu ertragen. Also man kann Glyphosat, ein Totalherbizid, auf die Pflanze spritzen und sie bleibt weiter stehen und man glaubt, dass man alle Unkräuter herum abtut. Die Theorie ist auch so wieder perfekt. Die Soja bleibt stehen, das Unkraut ist alles tot. Ja, man könnte schon mal fragen, ist das toll, wenn jetzt alles tot ist und nur die Soja stehen bleibt? Wie zum Beispiel auf 280.000 Hektar in Mato Grosso, da gibt es nur ein Lebewesen, das heißt Soja. Und man glaubt, das würde jetzt nachhaltig sein. Da werden keine Probleme entstehen. So, das ist schon wieder so eine Sache. Bei der Theorie kann es ja vielleicht so sein, im Labor oder bei kleinen Versuchen, aber in dieser Dimension, in der Soja angebaut wird in Brasilien, haben wir doch schon was anderes gesehen. Und dieses andere kennen wir auch aus der Erfahrung. Es ist für die meisten jetzt nichts Neues, wenn ich hier sage, dass wir in Brasilien Unkräuter haben, die resistent sind gegen Glyphosat. Das ist zum Beispiel eine der Pflanzen. Da muss ich jetzt hier in dieser Region noch was Schönes sagen, was mit dieser Region zu tun hat. Die Brasilianer nennen dieses Unkraut Franzose. Ich glaube, die Leute hier können sich vorstellen, warum. Ich sagte am Anfang des Vortrages, das hatte jetzt damit zu tun, dass sie aus einer Region kamen, wo sie irgendwie etwas gegen Franzosen hatten. In der Vergangenheit. Meine Mutter zum Beispiel, die singt immer noch gegen Napoleon, obwohl sie nicht genau weiß, wie er das war. Und das hat sich irgendwie so im Hintergrund nach Generationen weiter gebracht, dass man jetzt etwas Schlimmes als Franzose tauft. Also es hat mit Franzosen gar nichts zu tun, man vielleicht mit Kanada, denn der Name heißt ja Conisa canadensis und auf Deutsch heißt das kanadisches Berufskraut. Das wird zum Beispiel als Blumen hier verkauft. Ich weiß nicht, ob sie bekannt ist, hier unten ist nochmal ein schöneres Bild. Also die Soja ist da, wo es jetzt so dunkelgrün ist und da hinten haben wir diese ganzen Pflanzen, die da drüber rauswachsen und da nutzt Glyphosat gar nichts mehr. Was macht man dann hier? Denn nach der Theorie war es ja so schön, wir würden jetzt durch die Gensoja, also die gentechnisch veränderte Soja, in der man ein Stückchen eines Konstruktes, eine Bodenbakterie eingebaut hat, so dass man jetzt nicht mehr das Problem hat, dass die Soja dadurch abgetötet werden. Man hat eine Bakterie entdeckt, die resistent ist gegen Glyphosat. Man hat diese Resistenz eingebaut, sozusagen,
mit der Hilfe einer anderen Bodenbakterie, sogenannte Agrobacterium tumefaciens, die einen Tumor verursacht und so als Transporter oder so ein Konstrukt ist, um dieses Genkonstrukt zu transportieren in das Genom der Soja und aktiviert es wieder dann mit ein Teilchen einer Blume, der Petunie, und des Mosaikvirus des Blumenkohls. Das sind also die beiden Promotoren, damit man dieses nochmal aktiviert. Dieses Wundergen-Soja gibt es bei uns seit 10 Jahren. In 10 Jahren haben wir jetzt diese Erfahrung. Was heißt das, gentechnisch veränderte Pflanzen zu haben? Also Soja, die herbizidresistent ist, zu haben. Das heißt zunächst, dass in den ersten 5 Jahren die Bauern total überrascht sind, wie toll das ist. Also ist schon Euphorie da. Plötzlich kann man mit Glyphosat Unkräuter bekämpfen, die man vorher nur mit einer Kombination an verschiedenen Herbiziden erreichen kann. Also man musste ja für bestimmte Pflanzen ein Spritzmittel, für andere Pflanzen ein anderes Spritzmittel. Jetzt braucht man nur noch eins. Ja, diese Allestöter habe ich gelesen. Ne? Oder ein Totalherbizid. Nach Jahrzehnten Forschung selektiv vorzugehen, macht man das jetzt anders, man geht mit einem Unkrautvernichtungsmittel vor, das alles tut. Indem es den Stoffwechsel von Aminosäure hemmt, das ist die Wirkung von Glyphosat auf die Pflanze, und dadurch hat man es erreicht, in den ersten 5 Jahren die Unkrautbekämpfung zu erleichtern. Nicht nur zu erleichtern, sondern auch zu verbilligen. Man soll sich auch nicht hier so ein Bild vorstellen, dass das am Anfang so teuer war. Sonst würde ja keiner es machen. Es gab hier sogar Roundup geschenkt. Und die Saatgut, das Saatgut kam aus Argentinien. Eingeschleppt über die Grenze. Schmuggel. Die Sorte wusste keiner, wie sie heißt. Haben die Brasilianer sie auch mal getan. Hieß Maradona. Weil sie sei klein, aus Argentinien, und später kommt nochmal was dazu, sie sei züchtig. Das heißt, es würde nicht so stimmen wie in der Theorie, man sollte 1 Liter Glyphosat pro Hektar spritzen, das würde reichen. Das wussten die Bauern ja schon vor der Aussaat. Das haben die ja schon mal benutzt in diese direkte Aussaat. 1 Liter pro Hektar. Das ist auch vorgeschrieben als gute fachliche Praxis. Auch von Monsanto selbst. Soja gehört ja Monsanto, die erste gentechnisch veränderte Soja, die wir damals hatten, auch über Argentinien eingeschleppt worden. Und dann stellt man plötzlich fest, man spritzt ja auch nach der Aussaat auf die Pflanze, so haben wir schon mal das Doppelte, also 2 Liter gespritzt. Und dann ist das nochmal so mit den Totalherbiziden, dass alles das, was jetzt an Keime da sind, nochmal wächst und es zerstört ja auch nur, was grün ist. Also nicht wie die anderen Unkrautvernichtungsmittel. So muss man nochmal spritzen, wenn das Unkraut nochmal wächst. Das ist schon mal 3 Liter pro Hektar. Also 3-mal mehr als vorher. Da die Saatgutsorten ja nichts Großes kosten, man hatte ja keine Lizenzgebühr zahlen müssen in den ersten Jahren und sich sogar gehofft, das bleibt mal immer so. Also Monsanto hätte das gemacht zum Wohl der Bauern. Zugunsten der Bauern, um denen mal was zu verkaufen, was tatsächlich einer der größten Probleme darstellt, nämlich die Unkrautbekämpfung. Und dann stellt man wieder fest, jetzt kommen Unkräuter, die gar nicht mehr durch Glyphosat vernichtet werden. Und wenn das nur eine wäre, das sind über 20 derzeit. Und diese Pflanze, die zunehmend resistent werden, kann man dann nicht mehr nur mit Glyphosat bekämpfen. Was macht man denn da? Das ist wieder eine tolle Frage an die Wissenschaftler. Die Wissenschaftler, die zuständig sind für diese Konzerne, hatten mal behauptet, man sollte den Wirkstoff wechseln.
Das sei ja der Bauer selbst schuld. Er würde ja zu viel spritzen. Nach fachlicher Praxis ist nur 1 Liter pro Hektar vorgesehen. Jetzt spritzt er 3, 4, 5 Liter. Ganz schlimm für die Konzerne, ne? Das zweite sei, dass er ja nur dieses Stoff spritzen würde und nicht mehr die alle anderen. Also er wechselt die Stoffe nicht mehr. Ja, welches sollte er dann noch nehmen? Denn alle anderen waren ja auch schon mit Resistenzen verbunden, deswegen sollte man ja die Gensoja benutzen. Dann kann man hier noch hacken, ausroppen und so. Oder Gifte zulassen, die wiederum nicht erlaubt sind. Und jetzt ist die tolle Antwort darauf. Im Februar wird Brasilien wahrscheinlich die erste Orange-Soja zulassen. Was heißt das? Eine Soja, die neueste Generation von Gensoja. Hightech. Die sei resistent gegen Glyphosat, so wie wir es schon haben. Resistent gegen Raupen, so wie wir es schon bei dem Genmais haben. Resistent gegen Glufosinat und resistent gegen 2,4-D, das ist ein Zusatzstoff von Agent Orange. Deswegen taufen viele sich schon als Orange-Soja. Also diese Kombination, ganz tolle Hightech, heißt, wir werden immer mehr Herbiziden benutzen müssen. Roundup, der alles töten soll. Was dann noch stehen bleibt, werden wir wieder mit anderen Stoffen bekämpfen, also Glufosinat für die, jetzt habe ich schon wieder das Wort nicht daher, zwei Keimblätter. Super. Zwei Keimblättrige Unkräuter. Dagegen braucht man Glufosinat. Und dann gibt es noch eine Reihe von anderen, wie zum Beispiel die hier, die Pomoa SCB, das sind jetzt Pflanzen, die in Brasilien sich um die Soja herumwickeln und dann einen Schatten da machen. Das sind ganz schlimme Unkräuter. Es ist auch nicht einfach, sie zu hacken, weil die wachsen gerade neben dem Stamm der Sojapflanze, sodass man es gar nicht so einfach hacken kann. Und da braucht man dann dieses Agent Orange Zusatz, also Zusatzstoff des ehemaligen Agent Orange. Das ist wiederum viel giftiger, denn es ist eingestuft als eine der giftigsten Gifte, die man in dem Bereich benutzt und ist auch nicht zugelassen in vielen Regionen, besonders in Regionen, in denen Wein produziert wird. Denn es zerstört die Blüte bei vielen Pflanzen. Man kann da gar nicht mehr diversifiziert produzieren, also nur in der Form einer Monokultur. Denn wenn da hier gespritzt wird und dann noch mit Flugzeugen, wie es derzeit schon der Fall ist in manchen Regionen, geht das Zeug sehr weit und kontaminiert alle Nachbarn. Und da muss man sich auch mal vorstellen, denn dieser Zusatzstoff zerstört ja auch die Soja, deswegen muss man sie ja auch resistent machen gegen diesen Stoff. Das heißt, wenn ein Bauer sie nicht anbaut, dann wird die eigene Soja zerstört, wenn ein Nachbar spritzt. Also es ist sehr, es verdünstigt sich sehr schnell und geht sehr weit, diesen Stoff. Die Antwort vieler Wissenschaftler, die vor diese Agrarfirmen arbeiten, das ist jetzt zum Beispiel von Dow AgroScience, diese Sorte, nicht von Monsanto, ist aber eine Kombination, also man braucht ja immer noch wieder Glyphosat und so weiter, aber die Antwort von den Wissenschaftlern von Dow AgroScience ist, man würde in diesem Bereich immer mehr zur Schlussfolgerung kommen, dass diese, wie habe ich es vorher genannt, diese muss ich nochmal zurückkommen auf meinen ersten Satz. Übersetzung von Portugiesisch ins Deutsch, ist aber ganz schnell.
Ja, das 2,4-D, es gibt einen Namen für diesen 2,4-D, da komme ich jetzt nicht genau drauf. Wuchsstoff. Ein Wuchsstoff, D, 2,4-D. Wenn ich 2,4-D sage, ist das okay? Ja, das ist der Stoff. Die Firmen Down Agro Science, die sagen, dass die neuesten Produkte, die aus 2,4-D entstehen, nicht mehr so einen hohen Gehalt an Dioxin enthalten, wie die man früher hatte. So sei das gar nicht so schlimm. Das Problem ist aber, dass diese neuen Sorten aus 2,4-D, ich nenne weiter 2,4-D, ich komme nicht jetzt auf den deutschen Begriff dafür, dass diese neuen Sorten, die jetzt nicht so viel Dioxin enthalten, viel teurer sind auf dem Markt. Das heißt ja wiederum, wenn der Bauer jetzt die billigere Variante nimmt, dann ist er wieder schuld daran, dass er ein giftigeres Produkt nimmt. Also man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass in dieser Region, die schon Gensoja eingeschmuggelt hat, derzeit so viele unerlaubte Produkte einschmuggelt, und ich glaube, hier in der Region gibt es auch manche Beispiele, oder? In der Vergangenheit hat es noch nie sowas gegeben, aus Luxemburg oder so. Wir sind an der Grenze zu Argentinien und besonders zu Paraguay. Da werden Produkte ins Land gebracht, die in Brasilien nicht erlaubt sind. Das heißt aber nicht, dass da eine strenge Kontrolle stattfindet, sondern es wird es möglich machen, dass die 2,4-D-Produkte mit dem höchsten Dioxingehalt mit dem billigsten Preis auf den Markt kommen. Also das ist die Situation, die wir schon derzeit haben. Dieses Produkt wird schon angewendet, aber nie in so einem Maße. Also wir werden nochmal mit einer großen Steigerung an Einsatz von einer Kombination an Unkrautvernichtungsmitteln haben, die wir noch nicht mal vor der Einführung der Gensoja hatten. Und das Argument war ja, wir würden dadurch den Pestizideinsatz senken. Also wir haben genau mit dem Gegenteil zu tun. Ich kann hier nochmal ein paar Zahlen erwähnen. Die Brasilianer, die haben derzeit, wenn man das alles berechnet, was offiziell vom brasilianischen Verband der Chemieindustrie, also der Pflanzenschutzmittelindustrie nimmt und das unter allen Brasilianern Einwohnern verteilt, dann kommen wir auf die schöne Zahl 5,2 Liter pro Einwohner pro Jahr. Das heißt mehr als Wein, habe ich mal schnell verglichen. Was in Brasilien pro Einwohner an Pflanzenschutzmitteln verzehrt wird, sozusagen, verbraucht wird. Also das hatten wir noch nie in dem Maße. Und dann ist es für die Bauern vielleicht ganz wichtig, es handelt sich jetzt nicht nur um eine riesige Kontamination von Wassern, von Natur, von Böden und was das alles ausmacht jetzt auf den Boden, sondern es heißt auch eine Erhöhung an Betriebskosten, wie man es noch nie in Brasilien hat. Also wir rechnen derzeit mit 60% Betriebskosten, bei 60% der Betriebskosten ausschließlich von Unkrautbekämpfung. Also sowas hatten wir noch nie in der Geschichte Brasiliens. Also es wird wiederum so teuer, Soja zu produzieren, und wir hatten eigentlich die Chance, die billigste Soja der Welt auf den Markt zu bringen. Das haben wir alles aufgegeben, indem wir aus den USA diese tolle Erfahrungen nachmachen und zerstören unsere Chancen, damit es jetzt aber auch nicht so aussieht, es gäbe auch nicht andere Alternativen. Es gibt den Bundesstaat Mato Grosso, das ist einer der größten Soja, also das ist überhaupt der größte Sojaproduzent Brasiliens. Ein Drittel der brasilianischen Sojaproduktion kommt aus diesem Bundesland. Da gibt es die meisten Bauern, die gentechnisch freie Soja produzieren.
Und die dafür sorgen, dass es diese Geschichte mit Europa gibt, dass man auf Gentechnik verzichten kann, würde man es so mit der Handelsindustrie, also mit dem Aufkauf, so organisieren. Ich begleite diese Diskussion seit Jahren. Auch dieses Donausoja, das gab ja den Kongress jetzt diese Woche, da waren die wieder da, die Brasilianer, und sagen, ja, wir haben die Chance, 16 Millionen Tonnen gentechnikfreie Soja von Europa zu produzieren. 16 Millionen Tonnen derzeit. Warum? Weil die Bauern in Mato Grosso nicht so einfach diese Sorten aus Argentinien dort anbauen konnten, weil die dort gar nicht gedeihen, es ist viel zu nördlich. Und die haben mal abgewartet, was da im Süden so los ist, das sind die Kleinbauern. Und die Kleinbauern haben diese Risiken seit 10 Jahren getragen, geglaubt, sie wären ja auch mal eines Tages ein Großbauer. So machen die mal mit, wenn auch von vornherein gesagt wurde, das ist nicht für sie gedacht, sondern für Großbauern in großen Monokulturen. Schauen die Großbauern in Mato Grosso auf diese Idee, ja, es kostet doch mehr auf dem Markt, gentechnikfreie Soja zu produzieren. Es kostet doch weniger, sie zu erzeugen, mit weniger Betriebskosten. Das Saatgut hat in diesen 10 Jahren eine Steigerung an Preisen von 246%. So, das Saatgut ist so teuer bei der Gensoja. Die Agrargifte, die dazukommen in diesem ganzen Paket, sind dann so teuer, dass es sich nicht mehr lohnt. Und von wegen Erhöhung der Produktivität. Das hat sich noch nie nachgewiesen. Im Gegenteil, die gentechnisch veränderten Soja in Brasilien, das haben wir auch schon bei Mais, die sind nicht ertragreich. Diese Sorten können es auch gar nicht sein. Warum können sie es nicht sein? Weil bis man eine der Spitzensorten Brasiliens gentechnisch verändert, also herbizidresistent macht, bis die auf den Markt kommt, dann gibt es schon andere herkömmlichen Sorten aus der normalen Pflanzenzüchtung, die mehr produzieren. Also haben wir immer mit alten Sorten zu tun, die herbizidresistent gemacht werden und teuer auf dem Markt. Ganz einfach. Nach dem brasilianischen Agrarinstitut Embrapa heißt es, dass man es geschafft hat, in den letzten Jahren 1% mehr Ertrag an Sorten zu haben pro Jahr. Da aber die gentechnisch veränderten Sorten bis zu 10 Jahren dauern, bis sie auf dem Markt sind, können wir mit diesen Sorten einen Verlust von 10% rechnen. Nur in diesem Vergleich. Deswegen will man ja, dass man das alles schneller zulassen soll. Naja, das ist schon mal ein Grund, aber diese Spitzensorten, die gibt es ja gar nicht so auf dem Markt in allen Regionen. Die meisten waren aus dem Schmuggel, das waren Sorten aus Argentinien, die sowieso kleiner waren, nicht angepasst an die klimatischen Bedingungen vor Ort, von denen konnte man auch keinen höheren Ertrag erwarten. Jetzt kommt noch ein drittes Argument dazu, und das ist auch ein technisches Argument. Man weiß ja, dass diese Hülsefrüchte, diese Leguminose an den Wurzeln es geschafft hat oder es schafft, aus der Luft Stickstoff zu fixieren. Und das ist eine tolle Erfahrung, also kostenlose Düngung. Diese knöllchen Bakterien werden beeinträchtigt, wenn man mehr als 1 Liter pro Hektar Glyphosat spritzt. Das heißt, wir zerstören unsere eigene große Technik, die wir in den letzten 40 Jahren entwickelt haben. Mit den Spitzensorten, die ertragreich waren. Also so haben wir weniger Ertrag bei Gensoja. Wir haben auch weniger Ertrag beim Genmais. Wir haben mehr Betriebskosten bei Gensoja. Wir haben auch jetzt mehr Betriebskosten beim Genmais. Wir haben mehr Pestizideinsatz und wir haben immer weniger Kleinbauern. Warum haben wir immer weniger Kleinbauern? Weil die Kleinbauern nur aushalten können, indem sie die Betriebe vergrößern.
Dass sie das alle nicht können, wissen wir ja auch. Wenn einer aufhört, dann muss der andere auch noch aufhören. Bis dann 3, 4 bis 5 aufhören, dann kann einer größer werden. Wir haben weniger Bauern auf dem Land. Wir haben mit größeren Monokulturen zu tun. Und wir haben dadurch auch mehr Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, sich selbst zu ernähren. Also so ist das vierte große Argument, das immer wieder propagiert wird, den Hunger zu bekämpfen, auch nicht zu nachweisen, nicht nachzuweisen. Also diese vier großen Argumente, die immer wieder rum betont werden, in allen Medien dieser Welt, als Theorie, als Hoffnung, und viele Bauerverbände auf der Welt glauben an diese Theorie. Viele Wissenschaftler sorgen dafür, dass das geglaubt wird. Ich hoffe immer, dass mir nicht alles geglaubt wird bei einem Vortrag. Denn Wissenschaft soll ja nicht einfach geglaubt werden, sondern sie soll verstanden werden. Und es ist auch nicht so, dass es schlimm ist, wenn man es versteht, es sei nicht mehr wissenschaftlich, sondern umgekehrt. Wenn man es versteht, ist man auch in der Lage, es zu kritisieren. So muss die Wissenschaft ja auch kritisch bleiben. Sondern in dieser Debatte ist Kritik nicht unangenehm. Irgendwie akzeptieren die Wissenschaftler, die vor dieser Sorten stehen, keine Debatte. Sie wollen es nicht diskutieren, was los ist in der Erfahrung, wie diese Sorten in der Praxis sich entwickeln. Und dann bleibt nur noch ein letztes Argument übrig, dass die Länder, die sehr stark von diesem Gift profitieren, eine Chance hätten. Vielleicht ist das dann Deutschland, denn in Deutschland kann man ja mit diesen Agrargiften auch verdienen. Nicht nur in Deutschland. Ich sage mal jetzt so, weil ich hier bin. Ich sage das immer lieber in der Schweiz, weil da gibt es das größte Pharmakonzern, Syngenta. Und wenn ich dann nochmal auf die gesundheitlichen Risiken kommen würde, dann hätten wir nochmal eine Palette an Medikamenten, die man da verkaufen kann. Also es ist eine riesige Chance, oder? Ist das keine Chance? Von den Brasilianern gesehen ist das jetzt nicht so toll. Oder von den Bauern in Deutschland gesehen, glaube ich auch nicht. Dass es aber immer wiederum so kommt, dass die Vertreter dieser Bauern vor der Agrarindustrie stehen, ist für mich ein Fragezeichen. Das ist weltweit dasselbe Spiel. Bei den Genossenschaften, bei den Bauernverbänden, bei den Politikern, bei den Regierungen. Warum ist es denn so? Diese Frage stelle ich mir schon sehr lange. Ich komme nicht genau auf die Frage, weil ich nicht so die Erfahrung in diesen Bereichen habe. Ich würde aber gerne von einer anderen Erfahrung sprechen, in der ich jetzt was zu sagen habe. Seit 2 Jahren bin ich als Wissenschaftler einer der Mitglieder der brasilianischen Biosicherheitskommission. Das ist die brasilianische EFSA. Das sind 27 Wissenschaftler, die entscheiden, ob man Gensoja zulässt oder nicht. Ob man den Genmais zulässt oder nicht. Ob man diesen Orange-Soja, Orange-Mais, Orange-Mais kommt ja auch noch. Es sind ja 2 Sorten schon vor der Zulassung. Ich kann darüber was sagen. Ich konnte es vor 2 Jahren nicht so. Ich konnte eher von einem Bericht sprechen, von meinen Kollegen, die schon da drin waren. Jetzt kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Wir haben in Brasilien 40 Zulassungen derzeit. 5 Sojasorten, 18 Maissorten, 11 Baumwollesorten, eine Schwarzbohnensorte, 2 Impfungen, eine Rebe, Hefe, darf ich das so sagen? Weinhefe. Weinhefe und ein Moskito, der steril gemacht wurde, um andere Moskitos zu sterilisieren, damit man das Denguefieber glaubt zu bekämpfen. Alle diese Zulassungen
die basieren ausschließlich auf Studien der eigenen Firmen, die diese Produkte auf den Markt bringen. Hundertprozentig. Es gibt keine einzige unabhängige Studie. Das ist schon mal das Erste. Zweitens, die Kriterien, die festgelegt werden, um die Zulassungen durchzuführen, werden von den Konzernen selbst bestimmt. Drittens, bei jeder Sitzung sind wir begleitet von mindestens 25 Lobbyisten, die genau hingucken, was wir tun. Und wenn wir gegen sie abstimmen, dann haben wir etwas Problem in unserer Karriere. Dann gibt es vielleicht schon so etwas, was ich in Deutschland erlebt habe. Sehr oft Redeverbot. Nein. Ich hatte in Nordrhein-Westfalen ein Redeverbot. Ja, in Deutschland. Ich war eingeladen vom Bauerverband. Und dort gab es einen Feldversuch. Und dann hat die Firma, die dort diesen Feldversuch macht, nicht wollen, dass ich dort rede. Ausgeladen. Ich bin aber da geblieben und trotzdem konnte ich ja Fragen beantworten von den Bauern, die da waren. Das ist mir auch passiert in anderen Ländern der Welt. Zum Beispiel in der Schweiz, bei der Eidgenössischen Forschungsanstalt. Das ist auch in Österreich passiert. Das ist auch normal für die Wissenschaftler, die in der Lage sind, diese große, schöne Theorie zu kritisieren. Das ist auch nicht das Schlimmste, dass man jetzt nicht bei einer Presse oder bei einer Podiumsdiskussion oder bei einem Radiointerview erscheint. Das Schlimmste ist, wenn man dann schon einen Job an der Uni haben möchte und dann von Drittmittelgeldern abhängt. Und wenn die Forschungen schon durch Vernetzungen an Universitäten und die Labors alles integriert sind, sodass man zu Forschungsgeldern kommt, mit bestimmten Kriterien. Wenn schon vom Anfang des Studiums aus Stipendien an Studenten gegeben werden, die in der Lage sind, die Frage so zu stellen, dass man am Ende sie auch als wichtig findet. Und auch nochmal, wenn es irgendwie gescheitert ist bei den Feldversuchen, bleiben diese Studien geheim. Ich kann hier das sagen, weil ich diese Studie habe. Und ich kann sie nur haben, wenn ich in dieser Kommission bin. Und wenn ich jetzt hier nach Deutschland komme und hier schön berichte, besteht das Risiko, dass ich nicht mehr in dieser Kommission drin sein kann, weil diese Studien ja geheim sind. Ist das Fortschritt der Wissenschaft? Wie sollen wir Wissenschaftler überhaupt noch forschen? Wenn das, was an Studien da ist, geheim bleibt. Und wenn das, was Erfahrung der Bauern ist, nicht geforscht wird, und wenn die Auswirkungen von gentechnisch veränderten Pflanzen auf die Umwelt immer noch so umstritten sind, dass man gesetzmäßig sie gar nicht zulassen dürfte. Man könnte gesetzlich alle Zulassungen, die in Brasilien stattgefunden haben, verbieten. Wer ist die Regierung, die in der Lage ist, sowas zu tun? Gibt es so eine Regierung auf der Welt? Vielleicht stehen die da ähnlich wie wir bei dieser Biosicherheitskommission. Die werden ja auch beobachtet. Was tue ich jetzt? Vielleicht ist das die Frage bei allen anderen Gremien oder Beispielen, die ich hier genannt habe. Ich sage vielleicht, weil ich bin ja nicht da drin. Ich wollte ja mal beantworten, was ist los mit Regierungen, mit Genossenschaften, mit Bauernverbänden und so weiter. Ich habe da keine Erfahrung. Aber vielleicht ist es auch die Erfahrung, die wir in der Biosicherheitskommission haben. Wir kritischen Wissenschaftler werden dann auch ausgeladen. Ne? Ja, warum nennen Sie das nicht? Ja, was wollen Sie überhaupt? Wollen Sie keine Karriere? Wollen Sie Ihre Karriere ruinieren? Sie sind doch noch jung. Sie haben noch was vor, oder? Stellen Sie es nur mal etwas anders vor. Sie könnten hier was ändern. Sagen Sie es nicht genau so, wie Sie sagen. Sagen Sie es vielleicht
anders. So anders, dass kein Bauer mich mehr versteht. Denn das wurde mir immer wieder vorgeworfen. Das Buch Die Saat des Bösen ist ja auch kein wissenschaftliches Buch in dem Sinne, denn es ist ja für ein breites Publikum geschrieben worden, hat immer wieder diese Kritik ertragen müssen, es sei ja ein Buch, das jeder Bauer versteht. Das ist für mich nicht schlimm. Schlimm wäre es, wenn die Argumente, die hier drin sind, nicht stimmen würden. Also bitte, widerlegen Sie das bitte. Aber das ist ja nicht der Fall, denn man will die Wissenschaft nicht diskutieren. Man will diese Tatsache nicht wahrnehmen, dass in diesem Bereich der Wissenschaft wenig Wissenschaft produziert wird. Dass da eher eine Ideologie produziert wird. Ideologie heißt ja, wenn man Wissen sucht, damit man Interessen legitimieren kann. Und das macht man. Und mehrmals wurde mich gefragt, was würden Sie einem, so einem überzeugten Befürworter der Gentechnik sagen? Ja, gar nichts, ne? Es nützt nichts. Wenn die Erfahrung schon nichts mehr nutzt, was sollen meine Argumente jetzt zur Überzeugung beitragen? Es ist sehr schwierig, weil es hat auch mit einer Denkweise zu tun. Diese Art und Weise, wie man Wissenschaft in diesem Bereich betreibt, hat etwas mit einer sehr alten, veralterten Form von Wissen zu tun, in der man geglaubt hat, man würde immer mehr wissen, indem man fast alles über nichts weiß. Das ist die sogenannte Spezialisierung. In Deutsch sagt man das auf Deutsch Fachidioten. Also man kommt bei dieser Diskussion auch nur einen Schritt voran, wenn man in der Lage ist, umzudenken und zwischen Fächer fachübergreifend es zu analysieren. Ich kann doch auch nicht so einfach nur die Umweltauswirkungen hier darstellen, ohne zu sagen, dass es auch eine soziale Dimension hat. Und die soziale Dimension, die wir in Brasilien haben, heißt, je mehr wir Gentechnik haben, umso weniger haben wir Kleinbauern. Und diese Kleinbauern sind zuständig für 87% unserer Nahrungsmittel. Obwohl sie nur 10% der Krediten bekommen, obwohl sie nur, das habe ich jetzt ganz genau hier, 5,5% der Fläche. Andersrum haben die Großgrundbesitzer, die nur 3% sind, 61% der Fläche. Ich könnte ja immer noch davon ausgehen, dass es vielleicht für Sie da eine Chance wäre. Auf großer Fläche, in der Monokultur, Soja auf diese Weise zu produzieren. Es sind aber Sie, die es mir sagen, dass Sie es gar nicht mehr wollen. Für wen soll ich jetzt nochmal überzeugend für Gentechnik einen Vortrag halten? Es wurde mehrmals so gesagt. Sie haben ja überhaupt keinen Vorteil präsentiert. Ja, helfen Sie mir. Ich würde diesen Vorteil auch mal gerne erkennen und hoffen, dass man diese Wissenschaft, die man durch die Erkenntnis der DNS, die schon so lange her ist, anders nutzen könnte, um technischen Problemen in der Landwirtschaft zu lösen, anstatt neue technischen Probleme zu schaffen. Und ohne eine Ahnung zu haben, wie man mit diesen neuen technischen Problemen zurechtkommen will. Also ich weiß nicht, wie wir jetzt in den nächsten Jahrzehnten mit diesen technischen Problemen zurechtkommen.
Weil es entsteht eine ganz wichtige Frage da. Warum sind gentechnisch veränderte Pflanzen eher anfällig für Krankheiten als die herkömmlich gezüchteten? Ich habe keine Antwort darauf. Ich kann eine Hypothese in den Raum stellen, vielleicht. Ich muss aber aus der Erfahrung lernen, und diese Erfahrung zeigt es mir, dass aufgrund dieser Anfälligkeit von Krankheiten diese Pflanze auch eher angegriffen werden von Schädlingen. So haben wir nicht nur mehr Krankheiten, sondern mehr Schädlinge. Und dass wir aufgrund der Auswirkungen auf den Boden, den wir auch noch nicht genau untersucht haben, haben wir immer mehr Unkräuter. Sei das vielleicht doch eine Reaktion der Natur? Wenn es so ist, dann ist unsere Vorgehensweise falsch. Mit der Gentechnik versucht man, die Natur zu beherrschen, ohne sie zu verstehen. Oder man versucht, die Natur an unsere Theorie anzupassen, die von vornherein falsch ist. Und diese Theorie ist sehr stark. So stark, dass sie zu Machtpositionen führen kann. Dass sie zu Entscheidungskommissionen führen kann. Und dass wir es vielleicht nur schaffen könnten, eine andere Art der Wissenschaft, die fachübergreifend ist, die nachhaltig ist, die sozial verträglich ist, und ich könnte hier eine Menge von Adjektiven nennen, wenn wir neue Wissenschaftler werden. Also wir müssten ja darauf bestehen, dass die Wissenschaft unabhängig ist und kritisch. Eine Wissenschaft, die nicht unabhängig und nicht kritisch ist, die kann bei der Wahrheitssuche wenig tun. Denn sie wird ja nicht nach Wahrheit suchen, sondern sie wird etwas anderes tun. Vielleicht Argumente liefern, um Thesen zu bestätigen, die nicht nachweisbar sind. Und das heißt vielleicht, wir müssten ja neue Universitäten gründen. Ich bin jetzt seit 4 Jahren beim Aufbau einer neuen Universität in Brasilien. Und als Vizerektor dieser neuen staatlichen Universität kann ich sagen, das ist für mich die tolle Erfahrung, nach so vielen Jahren als Wissenschaftler mal endlich für was sein zu können. Und nicht immer gegen etwas, was man verhindern möchte, sondern etwas, was man fördern sollte, wofür man stehen kann, für eine nachhaltige Landwirtschaft. Wir haben 8000 Studierenden an dieser Universität. Alle unsere Agrarwissenschaften sind auf ökologischer Landwirtschaft basiert. Unsere Ingenieurwissenschaftler sind auf erneuerbare Energien, vorbereitet von vorne an. Das öffentliche Gesundheitswesen und die präventive Medizin, die den Mensch ganzheitlich betrachtet und mit Gesundheit sich beschäftigt und nicht nur mit Krankheiten, ist auch bei dieser Universität in 42 Studieneinrichtungen jetzt im Aufbau. 100% unserer Wissenschaftler bekommen nur öffentliche Mittel zur Forschung. Im Rat dieser Universität sitzen die Vertreter der Kleinbauern. Da wird bestimmt, was die wichtigsten Forschungsprojekte unserer Universität sind. Also ich freue mich, darüber auch mal berichten zu können. Ich weiß aber auch, dass es vielleicht viel wichtiger ist, dass Sie hier Fragen stellen können, dass Sie hier mitwirken. Weil in diesem Bereich ist es ja so, dass wir hier sehr viele Informationen haben. Ich würde hier vielleicht stundenlang über Informationen reden,
die ich Ihnen vielleicht besser per E-Mail schicke. Oder Sie lesen das. Oder ich bleibe da zu Hause und schalte per Skype oder Videokonferenz ein. Wenn ich schon mal hier bin, ist es für mich viel wichtiger, dass das, was ich hier sage, zum Nachdenken bringen kann und dass es vielleicht doch möglich ist, anders Wissenschaft zu betreiben, als das, was wir im Bereich der sogenannten Modernisierung der Landwirtschaft kennen oder, wenn Sie wollen, im Bereich der Industrialisierung der Landwirtschaft. Denn die ist ja auch nicht möglich. Zu glauben, die Landwirtschaft so industrialisieren zu können, dass wir unabhängig bleiben von der Natur, das kann eine Theorie sein. Es gibt es aber auf keinem Teil der Welt. Also so müssen wir schon nachhaltiger mit unseren Ressourcen umgehen, vielleicht auch mit unseren Bildungssystemen so umgehen, dass wir andere Wege finden, als die, die wir bisher in den letzten Jahrzehnten verfolgt haben, weil wir stehen schon fast an der Grenze, an der wir sagen können, wir sind die Generation, die die beste Lebensqualität erreicht hat im Vergleich zu anderen. Vor uns. Aber wir sind uns nicht mehr sicher, ob die nächste Generation noch so gut leben kann oder noch besser als wir. So müssen wir uns schon mal überlegen, wie wir mit diesen Ressourcen umgehen. Und dann ist Brasilien auch Teil dieser Welt. Und wenn wir Soja importieren, um hier die Massentierhaltung erhalten zu können, oder wenn wir ganz einfach sagen, naja, wir könnten vielleicht aus Brasilien alles kaufen, was wir so zum Ernähren brauchen. Das ist dann die brasilianische Variante. Ich kenne da Kollegen, die reisen herum und erzählen sowas. Die sagen, sagen Sie es bitte, was braucht Europa? Wir werden schon alles für die Welt produzieren. Also das ist auch nicht, glaube ich, der beste Weg Brasiliens. Denn wir haben ja bei uns 23 Millionen Menschen, die hungern. Oder am Leben gehalten werden durch Programme der Regierung, die dann sehr wichtig sind, weil sie von den Bauern direkt die Lebensmittel aufkaufen und sie auch fördern in diese Nische, die sie aus dem Markt herausnimmt, da zu produzieren. 23 Millionen Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen, auch in Unikantinen und Mensas und diese Nahrungsmittel für Schulen. Dieses ganze Programm ist sehr toll. Man sollte das auch sehr berücksichtigen. Aber noch wichtiger wäre es, wenn wir wieder auf das Bäuerliche kommen könnten, indem der Bauer nicht nur produziert und eines produziert mit dem Glauben, alles andere kaufen zu können, sondern er ist in der Lage, sich selbst zu ernähren, gut zu ernähren und den Rest der Teil auch noch verkaufen kann. Diese Art der Landwirtschaft braucht vielleicht mehr Wissen, als wir vorhanden haben. Deswegen möchte ich hier zum Schluss sagen, Wissen und Wissenschaft ist vielleicht einer der wichtigsten Beiträge, die wir derzeit versuchen in Brasilien da aufzubauen in dem Bereich. Da freue ich mich auch, wenn wir mit deutschen Universitäten, Instituten, Bauernverbänden kooperieren können, damit wir gemeinsam lernen. Aber es ist nicht so, dass wir denken könnten, nachhaltig zu produzieren mit dem Verzicht auf Wissenschaft. Mehrmals wird das immer betont, kritische Wissenschaftler seien gegen Wissenschaft. Also wir wollen immer mehr Studien. Viel mehr Studien. Nachdem Seralini festgestellt hat, dass dieser Genmais NK603, also ein Wissenschaftler aus Frankreich festgestellt hat, dass doch die Auswirkungen von diesem Genmais vielleicht schlimmer sind als das, was wir bisher dachten. Wir hatten 6-wöchigen
Fütterungsversuchen mit Ratten. Diese 6-wöchigen Fütterungsversuche mit Ratten waren für viele Wissenschaftler ausreichend, um festzustellen, welche Auswirkungen Glyphosat und Genmais auf Tieren hat. Dann kommt diese Studie aus dem Jahr 2012 aus Frankreich und zeigt, dass es vielleicht noch anders sein kann ab dem 4. Monat. Denn er hat ja 24 Monate hier gefüttert. Diese neuen Ergebnisse der Wissenschaft, die werden manchmal abgelehnt von vielen Wissenschaftlern, bevor sie richtig gelesen werden, studiert werden. So, der Fortschritt der Wissenschaft könnte ein Beitrag sein, damit Länder sich besser entwickeln, auch sozial gerechter, vielleicht sogar nachhaltiger. Aber da sind wir noch weit weg. So weit weg, weil wir zunehmend weniger unabhängige Wissenschaft haben. Das ist mein Beitrag, den viele vielleicht irgendwo schon mal etwas gelesen hatten. Ich freue mich sehr, immer wenn ich wieder nach Deutschland kommen kann, weil ich weiß, dass hier eine große Bewegung entstanden ist. Und nicht nur an Verbrauchern, sondern auch an Bauern, die diese Technik ablehnen, sowie auch dieses Land schon andere Arten von Technik abgelehnt hat in der Vergangenheit. Also hier hatte man ja auch schon gelernt, dass Technik nicht immer zum Guten führen kann oder dass es bestimmte Techniken gibt, die vielleicht rückschrittiger sind als die vorhandenen. Also für mich ist das das Schlusswort, also gentechnisch veränderte Pflanzen oder transgene Pflanzen sind gentechnisch verschlechterte Pflanzen. So verschlechtert, weil sie weniger pro Hektar an Ertrag leisten, mehr Kosten nötig sind, um sie zu produzieren, mit mehr Pestizideinsatz verbunden sind, mehr zur Landflucht beitragen, also landlosen Bauern und dadurch auch zu mehr Hunger. Viele große Probleme im Gesundheitsbereich verursachen können, wie zum Beispiel das, was wir schon in der Wissenschaft wissen. Vieles, was wir immer noch nicht wissen, bleibt offen. Und besonders, dass die Auswirkungen auf die Natur, dass die wichtigste Grundlage für die Lebensmittelproduktion überhaupt ist, vielleicht eine der schlimmsten Konsequenzen dieser Art von Technik ist, weil man glaubt, die Natur ersetzen zu können. Kopieren zu können, indem man Fehler reproduziert, die die Natur gar nicht produziert, denn in der Natur werden die Mutationen mit der Zeit einfach korrigiert. Was sich nicht anpasst, wird nicht weiter gedeiht. Bei der Gentechnik kontaminieren die schlechtere Sorten die bessere. Und dann haben wir ein Problem. Wir haben Sorten ins Leben gebracht, die in der Lage sind, die bessere Sorte, die wir selbst in Jahrtausenden produziert haben, zu zerstören. Und dann nochmal zu patentieren, damit man dadurch Geld verdient, was ja eigentlich allen gehört. Ich müsste mindestens sagen, wenn ich ein Buch zum Thema Gentechnik schreibe und versuche es zu patentieren, müsste ich ja schon an die deutsche Sprache vielleicht ein paar Rechte abgeben. Denn so wie ich mich ausdrücke, habe ich ja schon etwas genutzt, was gemeinsam ist. Nicht nur das, was da drin steht. Also wenn man das im Grunde so nimmt, dann dürfte Wissen ja gar nicht verkauft werden. Wissen dürfte nie einen Preis haben in Natur, schon sowieso nicht. Das Leben viel weniger. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Diskussion. Es sollte immer wieder zu Anregungen führen, die für mich auch sehr wichtig sind, damit ich mich als Wissenschaftler weiterentwickeln kann. Vielen Dank. Thank you.
Ja, vielen Dank, Antonio, an den eindrucksvollen Vortrag. Bevor wir gleich zur Diskussion herbezieht, was Bayer produziert, der Name ist Basta und ist dafür schon bekannt, auch bei den Wissenschaftlern, dass er Auswirkungen auf die frühe embryonale Entwicklung hat und selbst die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde stuft Glyphosinat als sehr kritisch ein und deshalb soll Glyphosinat auch 2017 europaweit verboten werden. Warum also sollen wir diesen 1507 hier überhaupt zulassen? Und außerdem, die zweite Eigenschaft ist, dass er ein Insektengift produziert gegen den Maiszünsler. Auch das ist hier schon gefallen, auch ein WT-Gift, das hat Antonia schon hier dargestellt. Man weiß jetzt schon, dass dieses WT-Gift nicht nur gegen den Maiszünsler giftig wirkt, sondern auch gegen Schmetterlinge und Motten. Und trotzdem hat unsere europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde diesen Mais als substanziell äquivalent, als genauso sicher eingestuft wie konventioneller Mais. Deshalb, wir sehen das anders als Kritiker, wir wollen diesen Mais verhindern. Deshalb haben wir da hinten Unterschriften ausgelegt, um die Politiker zu bewegen, dass sie doch tatsächlich mit Nein stimmen. Wenn sie möchten, können sie gerne unterschreiben. Ich glaube, ein paar haben es auch schon getan. Wie sieht es in Europa aus? Wir haben in Europa im Moment die glückliche Lage, dass wir quasi gentechnikfrei sind. In Europa werden nämlich nur auf 0,12% der Ackerfläche gentechnisch veränderte Pflanzen angebaut. Der Großteil des Anbaus findet in Spanien statt. 90% der gentechnisch veränderten Pflanzen werden in Spanien angebaut und weitere 8 in Portugal. Was ist zugelassen? Es gibt 2 Pflanzen, die zugelassen sind. Die eine heißt MON 810, auch die wurde hier ja schon genannt, von Monsanto. 1989 ist sie in Europa zugelassen worden. MON 810 ist resistent oder soll resistent sein gegen den Maiszünsler. Mittlerweile haben 8 europäische Mitgliedstaaten diesen MON 810 verboten, darunter auch Deutschland, aber Österreich, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Luxemburg, Polen und jüngst auch Italien. Oder andere Länder wie Bulgarien haben in ihren Regelungen dargestellt, dass die Abstände groß genug sein müssen zum nächsten ökologischen Feld, nämlich 7 Kilometer, zum nächsten Bienenstand 10 Kilometer und zum nächsten Naturschutzgebiet 30 Kilometer. Dadurch ist der Anbau in Bulgarien relativ ausgeschlossen. Die zweite Pflanze wurde dann ganze 12 Jahre später zugelassen. Und sie hat den schönen Namen Amflora. Auch diesen Namen werden Sie wahrscheinlich kennen. Das ist eine gentechnisch veränderte Stärkekartoffel von dem deutschen Konzern BASF. Ein Prestigeobjekt, der es sogar in den letzten Koalitionsvertrag geschafft hat. Wie er das geschafft hat, kann man sich nur ausdenken. Als Amflora 2010 zugelassen wurde, hat die Stärkeindustrie sofort Bedenken angemeldet und hat gesagt, dass sie die konventionelle Stärkeproduktion nicht von der gentechnischen Stärkeproduktion trennen können, dass eine Trennung im Verarbeitungswerk nicht möglich ist. Letztendlich gab es eigentlich nur einen Bauern, der diese Kartoffel angebaut hat. Im zweiten Jahr wurde es nur noch zu Vermehrungszwecken gemacht. Und es hat sich herausgestellt, dass diese Amflora geringere Erträge hat als konventionelle Vergleichssorten. Die Pflanzgutqualität war schlecht. Und es gibt konventionelle Alternativen mit den gleichen Eigenschaften. Und ich weiß nicht warum, aber jedenfalls hat die BASF 2012 ihr Prestigeobjekt tatsächlich vom Markt genommen. Das ist ein Erfolg für die gentechnikfreie Bewegung hier in Deutschland. Eine große Debatte, und das ist ja auch schon angeklungen, ist immer, ob es hier überhaupt noch möglich ist, gentechnikfrei zu füttern. Klare Antwort, ja, es ist möglich. Das meiste unserer Soja kommt aus Brasilien und Brasilien kann alleine 50% des Sojas, was wir in Europa benötigen, in gentechnikfreier Qualität liefern, wenn wir es denn nachfragen. Warum ist das so wichtig? Ein Großteil der Gentechnikpflanzen landet bei uns oder in China in den Futtertrögen und das ist unter anderem so, weil tierische Produkte, also Milch, Eier und Fleisch, die mit Gentechnikpflanzen gefüttert worden sind, in Anführungsstrichen erzeugt worden sind, die müssen nicht gekennzeichnet werden. Die Verbraucher haben keine Chance, sich zu entscheiden, ob sie gentechnikfreie Milch, Eier oder Fleisch essen wollen oder nicht. Hier ist eine große Lücke im System,
die muss unbedingt geschlossen werden. Das ist auf EU-Ebene zu regeln, das ist sehr schwierig. Deshalb sind wir froh, dass es einen ersten Schritt gibt. Es gibt nämlich eine UNEG-Technik-Kennzeichnung hier in Deutschland seit 2008. Und es gibt viele bekannte Produkte, die mittlerweile auch ohne Gentechnik labeln. Landliebe, das ist die erste große Marke, die das, also nicht die erste, die es gemacht hat, aber die bekannteste Marke, die es gemacht hat. Aber auch die Faire Milch und andere, die zeigen, dass es ohne Gentechnik geht. Für uns Bauernorganisationen ist natürlich die gentechnikfreie Fütterung ein wichtiges Thema. Und deshalb haben wir Futtermittellieferanten gefragt, ob sie denn auch gentechnikfrei liefern können. Tatsächlich, bundesweit gibt es 100 Stück. Ich habe eine Futtermittelliste mitgebracht. In ganz Deutschland kann man gentechnikfreie Futtermittel bekommen. Mittelfristig muss es für uns natürlich heißen, dass wir nicht länger auf die Importe angewiesen sind aus Brasilien, dass Brasilien sich selber entwickeln kann, seine Ernährungssouveränität selber wiederherstellen kann. Aber auch wir müssen wieder ernährungssouverän werden und das heißt, dass wir unsere eigenen Futterpflanzen herstellen müssen. Wir haben nicht so viel Acker, das heißt auch, dass wir eigentlich weniger Fleisch essen müssen, aber dafür, ich sage mal, besseres Fleisch. Den letzten Punkt, den ich nennen möchte, das ist das geplante Freihandelsabkommen. Das haben Sie sicherlich schon gehört, ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA. Offiziell geht es um den Abbau von sogenannten Handelshemmnissen. Der Handel unter den Industrieländern, der läuft aber, glaube ich, ganz gut. Was steckt also dahinter? Der US-Agrarbotschafter hat es auf einer Veranstaltung im Deutschen Bundestag klar formuliert, die EU-Überregulierungen drangsalieren Anbieter und Verbraucher. Und genau darum geht es. Es geht um die Standards, die nämlich ziemlich unterschiedlich sind zwischen den USA und der EU und sie wollen sie angleichen. Was heißt das für den Lebensmittelbereich? In den USA ist Klonfleisch zugelassen, Wachstumshormone sind zugelassen, Chlorhühnchen sind dort erlaubt und das kommt dann vielleicht auf unsere Teller und zwar ohne, dass es gekennzeichnet wird. Auch dann weiß der Verbraucher wieder nicht, was er isst. Im Bereich Gentechnik stört die USA, dass wir hier eine Kennzeichnungsregelung haben. Ich habe gesagt, für tierische Produkte nicht, aber im pflanzlichen Bereich. Das finden sie relativ unattraktiv, weil dadurch weniger von ihren Produkten hier bei uns landet, zumindest im Lebensmittelbereich. Und wir haben ein Zulassungssystem. Du hast gesagt, bei euch dauert es 10 Jahre. Bei uns kann es 15 bis 18 Jahre dauern. Das findet die USA auch nicht so gut. Sie wollen das Zulassungssystem beschleunigen und sie wollen es auch vereinfachen. Hier haben wir ein Vorsorgeprinzip in der EU und das wollen sie gerne aushebeln. Es geht natürlich auch um Schwellenwerte. Wir haben hier immer noch ein Reinheitsgebot im Saatgut. Hier darf keine Gentechnik drin sein, sonst muss es außer Verkehr gezogen werden. Das finden vor allem die Konzerne relativ unattraktiv, weil dann muss man ja so sauber arbeiten und man muss es auch wirklich trennen, was ja durchaus schwierig ist. Es gibt Verunreinigungsfälle, die wollen sie gerne vertuschen und das kann man natürlich am besten mit Schwellenwerten. Da fängt man dann niedrig an und wenn man die nicht mehr einhalten kann, dann muss man die leider nicht mehr hoch, dann muss man die leider hochsetzen. Das Problem bei Schwellenwerten ist, dass man dann nicht mehr erfährt, wie viel Gentechnik und wenn es nur wenig ist, in meinem Saatgut ist. Und dann weiß ich als gentechnikfreier Bauer nicht, ob ich vielleicht ein bisschen Gentechnik drin habe und ob ich vielleicht meinen Nachbarn oder gar einen Zuchtbetrieb nebenan verunreinige. Das größte Problem finde ich allerdings bei diesen Freihandelsabkommen, dass sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt wurden. Selbst die Parlamentarier in der EU kennen die Unterlagen nicht, was dort verhandelt wird. Und ich finde, allein im Sinne der Demokratie muss dieses Freihandelsabkommen gestoppt werden. Ich bin total froh, dass es in Deutschland ein breites Bündnis gibt. Über 40 Organisationen haben sich dem Bündnis Unverhandelbar angeschlossen. Und ich denke, wir werden im nächsten und im übernächsten Jahr einiges zu tun haben. Aber ich habe auch ein bisschen Hoffnung, dass wir es schaffen. Soweit zum Überblick Europa-Deutschland. Und jetzt bitte ich Gerd Porz nochmal nach vorne. Jetzt kommen wir zu Ihren Fragen.
So, sind bestimmt einige Fragen aufgetaucht. Ich denke, es war ein interessanter Vortrag. Es hat bestimmt nicht den Nerv von jedem getroffen. Es gibt hier unterschiedliche Auffassungen. Dafür haben wir Demokratie und das ist auch ganz gut. Und deshalb bitte ich, dass alle, die irgendwie eine Frage im Herzen haben, ob sie für oder gegen Gentechnik sind, dass sie sich melden und diese Frage bitte hier stellen. Und wir, Antonio versucht sie zu beantworten, so gut er es kann. So, danke schön. Wer hat die erste Frage? Ja, hier der Peter. Herr Professor, ich habe da eine kurze Frage. Und zwar haben Sie eben nur Nachteile, wenn man das in Brasilien anpflanzt, nur Nachteile hätte der Anbau von Soja. Wieso pflanzen dann so viele Konzerne oder beziehungsweise Großagrarier diese Pflanzen? Also Antonio möchte so 3-4 Fragen sammeln, dann können mehr Fragen gestellt werden. Arnold Schmidt, unser Landtagsabgeordneter, möchte eine Frage stellen. Ja, Herr Professor, eben wenn Sie gesagt haben, wir müssen wieder zurück zur kleinbäuerlichen Landwirtschaft, ich will es mal überspitzt ausdrücken. Wie stellt sich das bei uns in Deutschland vor? Wie soll das funktionieren? Und zwar so funktionieren, dass die Betriebe, die wir dann haben, auch noch lebensfähig sind und ihre Familien ernähren können. Das hätte ich mal gerne von Ihnen gehört. Noch 2 Fragen bitte. Ja, Franz Porten. Ja, ich hatte, und zwar zu der Impulse, der so ganz groß hat sich dahingestellt, dass Professor und was es alles da gibt und Universitäten für Forschung, dass da viel Geld rausgeworfen wird. Eins habe ich irgendwie vergessen, und die Kollegen zu hören, würde man, und zwar gab es da nicht die Idee bei uns, den Bauer-Winzer-Verband, dass die frühzeitig als Kleinbauern da eingreifen und sich erheben und ihre Stimme irgendwo sonst wo einbringen, dass sowas auch zustande kommt, dass die ganz großen Agrarier und die von Chinesen und so weiter, die alles da unten in Kauf nehmen, egal was es kostet. Ja, ich komme gerne an eine Stellungnahme dazu. Noch eine Frage von den ganz hinten, aber mit Mikro machen wir das jetzt. Antonio, ich hätte gerne gewusst, und zwar war ja vor 2 Jahren Professor Carrasco in Mainz bei Ulrike Höfgen und hat berichtet über die gesundheitlichen Schäden in Argentinien. Es gibt ja da ein Krankenhaus in Argentinien, da werden pro Woche 2 missgebildete Kinder geboren. Und zwar von den Familien, wo der Hubschrauber das Glyphosat eben über die Felder spritzt und eben auch nicht Rücksicht nimmt auf die Bevölkerung. Wie sieht das mit den gesundheitlichen Auswirkungen in Brasilien aus? So, danke. Antonio, kannst du jetzt beantworten? Die erste Frage habe ich mir ja auch selbst gestellt. Ne? Helfen Sie mir, Vorteile zu finden, damit ich nicht nur von Nachteilen hier rede. Die großen Vorteile, die immer wieder an den Pranger gehängt waren, sind höhere Erträge, geringere Betriebskosten, weniger Pestizideinsatz, weniger Hunger. Bessere Auswirkungen auf die Umwelt, vielleicht ein paar Chancen der Chemieindustrie von manchen Ländern, auch von Wissenschaftlern, die dadurch Vorteile haben. Es gibt tatsächlich Vorteile. Also ich habe sie auch, glaube ich, hier gesagt. Es sind aber nicht die Vorteile für die Bauern und auch nicht für die Verbraucher. Das ist der Unterschied. Also vom Standpunkt der Bauern und besonders der Kleinbauern, da komme ich auf die Frage, was ich mit Kleinbauern meine. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. So als Begriff, hatte man Hoffnungen und jetzt haben wir Probleme, viel mehr Probleme. Das sind nicht nur Nachteile, das sind Probleme, die die Wissenschaftler gar nicht wissen, wie sie jetzt Lösungen finden sollen.
So schlimm sind die Probleme. So schlimm, dass viele Bauern aufhören zu produzieren und so schlimm, dass viele Verbraucher über die Soja Rückstände von Glyphosat verzehren oder von anderen Giften, die da drauf gespritzt werden. Ich sagte auch, dass in den ersten 5 Jahren es so schien, und das war eine Euphorie, dass in den ersten Jahren die Betriebskosten geringer waren. Aufgrund der damaligen Wirkung von Glyphosat, der guten Geschenke von Monsanto und des Schmuggels aus Argentinien. Das ging aber nach 5 Jahren anders. Also das habe ich auch, glaube ich, gesagt, dass in den ersten 5 Jahren Vorteile da waren. Und das sind die Vorteile, die ich in meiner wissenschaftlichen Erfahrung gefunden habe. Aber es könnte sein, dass es da andere gibt. Ich habe die großen Vorteile, die immer wieder erwähnt werden, hier widerlegt. Es kann sein, dass ich dabei auch vieles lernen kann. Aber ich würde da gerne auch dann die anderen Studien sehen, die vielleicht endlich mal berichten würden über die steigenden Erträge bei gentechnisch veränderten Pflanzen. Oder über die sinkenden Betriebskosten, über den sinkenden Pestizideinsatz oder dass der Hunger auf der Welt auch zurückgegangen ist, nachdem wir 10 Jahre in Brasilien und 30 Jahre Gentechnikanbau in den USA haben. Also das ist dann auch gleichzeitig dieselbe Frage. Wenn Sie mir Vorteile hier präsentieren, würde ich sie sehr gerne auch untersuchen und diskutieren. Ich kann es nach meiner Erfahrung nicht mehr als das, was ich hier berichtet habe. Und ich bin da auch sehr dran geblieben. Ich hätte vielleicht mehr über Glyphosat sprechen können, Marie-Louise. Das Problem ist aber, wir haben so wenige Studien zu Glyphosat in Brasilien. Ich könnte zum Beispiel auf anderen Wissenschaftler zugreifen, wie Andrés Carrasco. Der berichtet aber wiederum über Argentinien. Also sollte ich etwas über Argentinien sagen, würde ich bestimmt auf Andrés Carrasco zugreifen. Der war jetzt vor ein paar Wochen bei uns. Der hat bei dem Treffen, als wir 10 Jahre Gentechnik in Brasilien diskutiert, dann diese ganzen Probleme auch wieder dargestellt und Glyphosat als eine der giftigsten, schlimmsten Pestiziden vorgestellt, die wir derzeit auf der Welt haben. Ich habe aber noch ein anderes Problem dabei. Es wird ja noch schlimmer. Ne? Damit man die Probleme lösen kann, die wir selbst in diesem Bereich jetzt verursachen, reicht das mit dem Glyphosat gar nicht mehr. Wir müssen ja zu noch giftigeren Unkrautvernichtungsmitteln zugreifen. Und das war ja auch die Befürchtung. Würde es dann so kommen, dass durch die Gentechnik die Agrarkonzerne eine Chance haben, verbotenen Giftstoffe wieder auf den Markt zu bringen? Ob das dann wieder auch gewollt war oder Zufall ist oder ein Problem der Technik ist, dann sind die Meinungen auch verschieden. Aber dass diese Sorten, also dass diese Stoffe wieder auf den Markt kommen, ist auch ein Problem. Also ich würde da auch gerne diskutieren, was sind dann die Auswirkungen vom Agent Orange. Dann schauen wir mal nach Vietnam oder warum die US-Amerikaner es auch im eigenen Land gar nicht wollen, weil die ganze Aufregung mit dem Vietnamkrieg immer noch zu beweisen sind. Also die Soldaten, die da mit dem Giftstoff ein Problem hatten. Oder überlegen wir uns mal, was ist mit Imamectin-Benzoat dann, wenn es schon mal verboten ist aus guten Gründen? Warum soll es jetzt dann wieder eingeführt werden? Also ich kann da leider nicht mehr hier berichten, als das, was ich aus meiner wissenschaftlichen Erfahrung kenne. Und auch das, was ich jetzt zur Biosicherheitskommission gesagt habe, kann ich hier sagen, ja, ich bin da drin, ich habe dieses erfahren. Ich könnte auch noch mehr erzählen, dass die meisten Wissenschaftler, die da drin sind, schon mal in der Vergangenheit zusammengearbeitet hatten mit den Konzernen, die haben sogar Preise bekommen, die hatten Stipendien gehabt, das ist noch viel schlimmer, das Ganze. Und dann stelle ich mir auch immer die Frage, ist das vielleicht bei der EFSA auch so? Oder nur in Brasilien? Oder ist das vielleicht weltweit so und man glaubt daran, das sei ja alles neutral? Und sicher. Also,
Sicherheit ist das Wort, das für mich das Unwissenschaftlichste überhaupt ist. Denn wenn man sicher ist, braucht man keine Wissenschaft mehr. Die Wissenschaft ist ja eigentlich da, um das zu prüfen, und dann haben wir immer verschiedene Meinungen. Zur kleinbäuerlichen Landwirtschaft, was ist das? In Brasilien sagen wir, es ist ein Kleinbauer, wenn er bis 100 Hektar hat. Das, ja, ich würde jetzt nochmal auf die Zahlen vielleicht kommen. Diese Bauern, die besitzen 17 Millionen Hektar derzeit. Ich habe das vorher schon gesagt, die sind zuständig für 87% der Lebensmittelproduktion. Hätten wir sie nicht, hätten wir viel mehr Hunger. Nicht nur, weil sie selbst ernährt werden müssten, sondern auch, weil sie dann nicht mehr Lebensmittel produziert. Denn der Großgrundbesitz Brasiliens produziert eher Soja, Kakao, Baumwolle, Zuckerrohr und Schluss. Reis vielleicht noch dazu. Was heißt es jetzt, einen Kleinbauer oder überhaupt ein Bauer zu sein? Vielleicht ist das eine sehr spannende Frage. Man hat es vielen Menschen ja vorgemacht, es sei ein Produzent. Oder vielleicht ein Investor. Das ist was anderes. Also ein Investor hat da keine großen Probleme, wenn etwas schief geht, investiert er irgendwo anders. Das ist schon mal eine tolle Entscheidung bei Nachhaltigkeit. Zweitens hat ein Bauer die Arbeit der Familie. Und das führt dazu, dass er ein ganz anderes Verständnis hat, was Nachhaltigkeit betrifft. Denn er wünscht sich ja auch, dass der Sohn, dass der Enkel weiter Bauer ist. Das ist der ursprüngliche Gedanke von Nachhaltigkeit, bevor man es in Stockholm 1972 mal erfunden hat als Begriff. Also jeder Bauer hat das schon von Tradition zu verstehen, dass Nachhaltigkeit es heißt, Bauer zu sein. Vielleicht noch schöner, ich könnte es mal nach einem deutschen Bauer, den ich in Brasilien jetzt besucht habe, an unserer Universität und dort einen Vortrag gehalten hat, der sagte, jeder Bauer ist ein Umweltschützer. Weil er weiß, dass er den Boden erhalten muss. Und so fängt das schon mal an. Einen gesunden Boden zu haben, heißt auch gesunde Pflanzen zu haben. Das ist anders. Bei Produzenten, die sich so bezeichnen, indem sie Monokulturen betreiben und den Boden jährlich sehr viel zerstören, sodass er mit der Zeit gar nicht mehr zur Landwirtschaft genutzt werden kann. Der wird ja so zerstört, dass er vielleicht zur Wüste wird. Das haben wir dann auch in diesen Beispielen, diese Ländereien. Wie groß überhaupt eine Fläche eines Bauers sein kann, vielleicht ist gar nicht so die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, wie ist die Stellung des Produzenten, Bauers zur Natur? Und da ist die Technik, die auf Industrialisierung basiert, nicht nützlich für einen Bauer. Denn die Industrialisierung der Landwirtschaft basiert auf einem Argument, das in der Landwirtschaft gar nicht möglich ist, dass man unendlich etwas erweitern kann. Dieser sogenannte Druck zur Akkumulation. Er muss jedes Jahr mehr produzieren. Etwas so, wie das in der Natur möglich wäre. Es gibt ja Grenzen der Natur. Und Land ist schon mal begrenzt. Man kann es ja gar nicht produzieren. Man sagt, ja, im nächsten Jahr hat Deutschland vielleicht 1000 Hektar mehr. Das geht doch gar nicht. Ne? Also weil Land eine begrenzte Ressource ist, heißt es, man muss mit dieser Ressource so gut umgehen, dass man in der Lage ist, da Lebensmittel für sich zu produzieren und nochmal in der Lage ist, so bestehen zu können, dass man anderen ernähren kann
Und das zu kombinieren heißt Bauer sein. Also selbst zu konsumieren und zu produzieren. Nicht nur zu produzieren und zu glauben, dass man durch die Marktwirtschaft es schaffen würde, durch Geld alles andere kaufen zu können. Das funktioniert nicht. Das würde nur funktionieren, indem man glaubt, man würde sich auf einen Produkt spezialisieren und man könnte dieses Produkt völlig von der Natur trennen, so wie bei der Industrie, und glaubt zum Beispiel, dass man die Produktionszeit verringern könnte. Das geht von der Natur aus auch nicht. Dass man zum Beispiel pro Jahr jetzt 5-mal Mais ernten könnte. Da gibt es auch Grenzen. Man kann ja die Sorten entwickeln, aber das gibt Grenzen. Das heißt, die Produktionszeit ist nicht proportionell oder verhältnismäßig mit der Arbeitszeit. Und das ist ein soziales Problem. Wenn der Bauer mehr produziert mit einer Technik, die ihm weniger Arbeit verlangt, produziert er mehr Zeit von Nichtarbeit. Das gibt es in der Landwirtschaft, in anderen Bereichen der Wirtschaft nicht. Obwohl die Wirtschaft immer versucht, die Bauern so einzubeziehen wie bei allen anderen Bereichen, die man industrialisieren kann. Diese Zeit von Nichtarbeit wird nicht belohnt. Das heißt, der Bauer wird selbst arbeitslos und soll sich darüber freuen, wenn er weniger arbeitet. Das heißt, am Ende weniger Einkommen. Und dann gibt es nur eine Chance, immer größer zu werden. Wenn alle größer werden, müsste man mehr Hektar jährlich haben. Weil nur einer größer werden kann, indem mehrere andere aufhören, ist das so ähnlich, wie wenn 10 Menschen laufen und es gibt einen Preis, vor dem der am ersten ankommt. Warum glauben die anderen 9 dann zu laufen und denselben Preis zu bekommen? Weil sie glauben, der Einzige da zu sein, der da vorne hinkommt. Wenn alle so denken, heißt es, der Erste hat es und alle anderen 9 sind selber schuld. Nicht das Spiel, in dem die Regeln so bestimmt sind. Als ob es möglich wäre, in dieser Regel, dass die 10 nach vorne kommen. Das ist so schlimm, dass am Ende der Bauer gar nicht mehr weiß, ob er mehr ernten soll oder weniger. Weil wenn er mehr erntet in der Marktwirtschaft, dann heißt es ja, mehr Produktion, Überproduktion, weniger Preise. Vielleicht dasselbe, wie wenn er weniger ernten würde, sonst dann würden die Preise ja höher sein. Aber dann spielt ein anderes Element eine sehr wichtige Rolle. Das heißt dann Staat. In Brasilien können die Großbauern nur bestehen, weil es riesige Hilfe vom Staat gibt. Sonst hätten wir diese Großgrundbesitzer in Brasilien gar nicht. Das ist sowas von unproduktiv, sowas von unrentabel, sowas von umweltzerstörerisches, sowas mit Sklavenarbeit zu bezeichnen, dass man das gar nicht unterstützen sollte. Schon aus Umweltgründen nicht, aus sozialen Gründen schon viel weniger. Dass die Regierungen aber weiter solche Arten des Produzierens unterstützt, anstatt die Bauern zu unterstützen, die eine andere Beziehung zur Natur haben, eine andere Form der Verteilung des Einkommens schafft und gar nicht nach den sogenannten marktwirtschaftlichen Kriterien rechnen, wenn sie arbeiten, weil die eigene Arbeit meistens ja gar nicht als Produktionsfaktor gerechnet wird, heißt es, die Bauern als Bauer sind ja gar nicht typische Kapitalisten, oder? Man könnte sagen, das ist etwas Vorkapitalistisches, das heißt ja nicht, dass es schlechter ist. Ist auch nichts Postkapitalistisches, was danach gekommen wird. Das heißt aber vielleicht, das ist viel sinnvoller, als das, was wir im Kapitalismus geschafft haben. Denn im Kapitalismus haben wir 2 Dinge, die wir nicht verhindern können. Den sozialen Ausschluss von Menschen, besonders auf dem Land, und zweitens die Zerstörung der Natur. Also, bäuerliche Landwirtschaft ist für mich Zukunft, mit Zukunft verbunden. Und alle Länder, in denen immer noch Bauern da sind, die waren ja schon so oft als
totgesagt von den meisten Wissenschaftlern sogar. Die gibt es ja immer noch. Was heißt das denn? Das heißt, dass in Ländern, in denen die Bauern noch da sind, die Natur besser geschützt ist. Das soziale Einkommen besser verteilt ist. Dass die Lebensmittel besser sind. Und das alles, glaube ich, spielt schon eine Rolle, wenn der Staat sich entscheidet, welche Bauern überhaupt subventioniert sein sollen. Und dann bin ich, glaube ich, der Meinung, dass das Bild auch weltweit ähnlich ist. Es werden wiederum die Großbauern subventioniert, die unrentabel sind, unproduktiv sind, die Umwelt zerstören, die Lohnarbeitsbetriebe sind, ausbeuten. Und das ist vielleicht nicht die Zukunft, wenn wir nachhaltig denken. Und das hat auch der Weltagrarbericht ganz deutlich gesagt. Also auch die Weltgesundheit, die Welternährungsorganisation ist jetzt ein Brasilianer da dran. Die sagen ganz deutlich, wir brauchen die bäuerliche Familienlandwirtschaft, um die Welt zu ernähren. Und das ist fast Konsens auf der Welt. Dass Regierungen da sogar mitmachen, aber dann nichts tun in diese Richtung, obwohl im nächsten Jahr ja das Jahr der familienbäuerliche Landwirtschaft ist nach der Welternährungsorganisation, glaube ich nicht so, dass im nächsten Jahr alle Bauern der Welt sehr stark unterstützt werden. Aber die Diskussion ist ganz gut, aber ich kann wenig über Deutschland hier sagen. Ich muss das schon hier auch berücksichtigen. Aber wenn ich so oft in Bayern war, ist das auch schon mal ein anderes Bundesland als Niedersachsen, wo ich promoviert habe. Und ich rede ja selten über Strukturen in Deutschland, sondern ich stelle das mehrmals in Frage. Ich weiß ja nicht die Antwort. Ich könnte vielleicht die Frage auch stellen, für die, die mich fragen, ne? Könnte man vielleicht in Deutschland auch einen nationalen Plan zur Förderung der bäuerlichen Landwirtschaft so ins Leben rufen, wie die Präsidentin Dilma Rousseff es im Oktober getan hat, mit 8 Milliarden Reais, also 3 Milliarden Euro zur Unterstützung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, das hatten wir noch nie. Wäre das vielleicht auch hier möglich, sodass man auch von den Bauern direkt die Lebensmittel kauft vor Ort, für alle Schulen, für alle Universitäten, für alle Einrichtungen des Staates, damit man diese Bauern richtig unterstützt, damit sie nicht mit den anderen konkurrieren müssen in der sogenannten Marktwirtschaft. Dass man richtig in Wissen investiert für diese Bauern, für diese Weise der Produktion, damit man sie erhalten kann und nicht zerstört. Das ist meine Frage. Wir tun sowas in Brasilien und ich glaube, dass das viel Zukunft hat oder mehr Zukunft hat als das, was wir seit 500 Jahren dort erleben, dass die Großgrundbesitzer sehr viel vom Staat unterstützt werden, damit sie diese großen Monokulturen exportieren können und die Umwelt- und sozialen Kosten werden externalisiert, also nicht ins Rechnen oder in die Rechnung hineingebracht. Ich denke, wir haben auch in Brasilien auch eine andere Struktur. Antonio, du hast eben gesagt, dass der Betrieb da 280.000 Hektar hat. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Das sind ganz andere Dimensionen. Und wie du gesagt hast, es ist nicht nur die Größe, was bestimmt, was bäuerliche Landwirtschaft ist, sondern eben, dass man versucht, es an Generationen weiterzugeben. Die nächste Frage bitte. An Nummer 1, warte, ich gebe das Mikro, damit alle das verstehen können. Ja, mein Name ist Johannes Schneider. Ich bin Winzer und ich bin im Landesvorstand vom BUND. Ich habe auch gerade den Herrn Schmidt schon angesprochen, weil wir da auch den Kontakt suchen. Übermorgen bin ich übrigens auch beim Bauernverband in Talfang. Und in Bernkastel-Kues bin ich im Verbandsgemeinderat für die ÖDP. Und das ist der Punkt, warum ich mich hier zu Wort melde, weil der Herr Andreoli nicht nur geschimpft hat, sondern auch etwas aufgezeigt hat, was man besser machen kann, nämlich Bildung zu fördern. Und da möchte ich Ihnen auch Mut machen, mit Ihren Bernkastler Kollegen zu arbeiten. Und zwar habe ich da im Verbandsgemeinderat mit der CDU
gegen andere Parteien gestimmt, und zwar finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen für die Akademie für Europäische Geistesgeschichte, damit die in Bernkastel eine Hochschule aufbauen kann. Und das hat damit zu tun, dass in Bernkastel ja ein ziemlich großer Geist oder ein Kus aufgewachsen ist, nämlich der Nikolaus von Kus, auch Cusanus genannt. Und dem verdanken wir immerhin das älteste funktionierende Altersheim der Welt. Das ist jetzt über 600 Jahre alt und mit seiner Stiftung funktioniert das heute noch. Und die Idee in Bernkastel ist einfach, auch Wirtschaftswissenschaften wieder auf ethische Beine zu stellen. Das heißt, Geisteswissenschaft und Wirtschaftswissenschaft zu verbinden. Und das ist auch klar in Bernkastel, wie gesagt, Altersheim und so. Und es gibt ja auch die Kurve. Ja, nee, ich denke, das ist gerade das Thema, weil es geht eben nicht nur darum zu schimpfen, was alles schief läuft, sondern wie man es besser machen kann. Darum geht es mir, Positives anzuregen. Und da wünsche ich mir zum Beispiel auch, dass man hier Agrarwissenschaften auch wieder eine solche ethische Basis gibt, wie es jetzt für Wirtschaftswissenschaften, für Pflegewissenschaften und anderes angeboten wird. Das möchte ich einfach anregen, dass man da zusammenkommt und sieht, wie gehen wir besser in die Zukunft, anstatt immer nur zu sagen, was alles schief läuft. So, danke. Der nächste Beitrag. Ich bin Hans-Jörg Selz aus Bernkastel-Kues. Ich habe eine Frage an den Professor. Ich bin kein Landwirt und deswegen bin ich ein bisschen neugierig. Und wie ist es überhaupt, wenn so ein Land so Hektar groß, also großflächig mit Gensoja oder genveränderten Pflanzen angebaut, verseucht ist, besteht da überhaupt die Möglichkeit, diesen Acker wieder zu rekultivieren, dass da, sagen wir mal, wieder neutral angepflanzt oder auch Ökoanbau betrieben werden kann? Das ist hier eine Frage. Eine andere ist, vorhin war zum Beispiel in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, und da liegen ja die Probleme da, das sind die Einkommensprobleme. Und da, denke ich mal, wäre die Politik gefordert, und zwar, was bei der Post möglich ist, da gibt es zum Beispiel auf die Briefmarken keine Mehrwertsteuer, und bei den Hotels hat die Politik auch bewirkt, dass die Umsatzsteuer auf 7% gedrückt ist. So wäre es doch fair, wenn man den kleinbäuerlichen Betrieben gegenüber den großen die Chance gibt und sagt, bei all deinen Produkten, die du verkaufst, ist Umsatzsteuer frei. Da denke ich mal, wir denen auch gut geholfen. Kein schlechter Vorschlag. Noch eine Frage? Ja, Herr Hansen. Ja, noch kurz eine persönliche Frage an Sie. Wie haben Sie es geschafft, in diese Kommission zu kommen? Wer war Ihr Förderer? Eine andere Frage noch. Sie haben eben von 23 Millionen Hungernden in Brasilien gesprochen. Kurze Frage, wie viele Einwohner hat Brasilien? Weil ich weiß von USA, da sind wir mittlerweile bei 50 Millionen Hungernden ohne Lebensmittelkarten. Da frage ich mich, wo dann die Relationen stehen. Auch ein Gentechnik hoch fortentwickeltes Land. So, ich hoffe, ihr überlegt euch ein paar gute Fragen. Wir haben Ihnen die Kapazität noch hier. Hier oben meldet sich noch jemand. Ich mache gerade ein, das ist der Vierte dann. Ja, mein Name ist Franz Reul, ich bin Landwirt, Milchbauer aus der Eifel. Es ist ein sehr interessanter Vortrag, den Sie gehalten haben. Und es bestätigt uns immer mehr genau die gleichen Probleme in Brasilien, wie wir auch hier haben. Und ich frage mich nur, können Sie auch Ihre Vorträge vor dem Bauernverband, vor der Agrarindustrie, vor denen, die uns genau in diese Situation, genau hier gebracht haben, genau wie es bei Ihnen auch ist, können Sie da diese Vorträge auch halten? Oder wie sieht das aus? Können Sie da, gibt's da irgendwie eine Möglichkeit, da sich stärker zu engagieren, damit man irgendwie diesem Geflecht mal entkommt? Weil da gibt es schon sehr starke Verflechtungen hier gerade zwischen, da muss ich die Parteien nennen, zwischen CDU, Agrarindustrie und Bauernverband. Das ist für uns eigentlich das größte Problem, was wir haben. Und wie sieht das bei euch aus in Brasilien? Habt ihr diese Probleme auch? Danke.
war vorher meine Frage schulden geblieben. Es waren ja zwei Fragen. Also zunächst die Nachteile. Ich bin nur auf diese Frage eingegangen und warum die Bauern sie überhaupt anbauen. Das war ja die nächste Frage, die auch damit zu tun hat. Vielleicht lasse ich die jetzt zum Schluss, dann komme ich wieder zu den anderen. Ich hatte auch eine Meldung dahinter, habe ich nicht verstanden. Bauer-Winzer-Verband war das, oder? Ja, ja. Da kann ich wenig sagen. Ich kenne mich da. Ach so, vielleicht antwortet da ein anderer. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Das ist der Deutsche Bauern- und Winzerverband. Und dagegen ist das ABL, der große Deutsche Bauernverband, der eben mehrfach. War das jetzt eine Frage oder ein ich war, oder eine zweite Frage? Dann können Sie vielleicht nochmal die Frage stellen. Ich bringe Ihnen das Mikrofon. Naja, es dreht sich darum, hier bei uns werden die Schwierigkeiten aufgedeckt vom Bauern-Winzer-Verband, die den Bauern unter den Armen helfen können, die den Bauern irgendwie helfen können, wenn die in Schwierigkeiten sind und Wege aufzeigen. Und ich habe das irgendwie in Ihrem Vortrag nicht können rausfinden, oder Sie haben es jetzt gar nicht genannt. Gibt es sowas Ähnliches auch da unten in Brasilien, dass die Kleinbauern sich doch noch letztendlich retten hätten können, anstatt die Großagrarier von der ganzen Welt sich da ansiedeln? In Brasilien die größten Verband von Bauern in Lateinamerika unter dem Dachverband Via Campesina heißt es. Also Bauer, nochmal auf Spanisch ist ja Campesino und auf Portugiesisch Camponês. Das ist weltweit die größte Organisation der Bauern. Wer sich da alles anschließt, ganz viele. Zum Beispiel die größte Bewegung, das ist die Landlosenbewegung in Brasilien. Dann gibt es nochmal die Landfrauenbewegung, diese MMC. Das ist auch Movimento de Mulheres Camponesas. Aus dem Kampf der Landfrauen hat Präsidentin Dilma Rousseff ja diesen nationalen Plan zur Förderung der Agrarökologie und bäuerlicher Landwirtschaft gerade jetzt angekündigt. Dann gibt es nochmal der Dachverband der von Wasserwerken vertriebenen Bauern, das ist auch nochmal eine wichtige Organisation, die das Land verloren haben aufgrund des Baus von großen Wasserwerken. Das heißt MAPI, Movimento dos Atingidos por Barragem. Dann gibt es nochmal einen anderen riesigen großen Verband, das ist der Verband, der auch in Via Campesina ist, der Movimento dos Pequenos Agricultores. Das heißt, die Bewegung der Kleinbauern, das alles ist schon mal riesig groß, könnte man sagen. Und bei denen ist die Frage klar. Via Campesina setzt sich gegen Gentechnik ein, weltweit. Bei uns genauso. Ist auch ganz wichtig, dass Sie einer der wichtigsten Gründer unserer neuen Universität sind. Denn sie setzen sich jetzt nicht nur dafür ein, das abzulehnen, was sie nicht wollen, sondern sie wollen andere Wissenschaftsentwicklungen. Und ich bin da froh, dass das die einzige brasilianische Universität ist, die daraus entstanden ist, aus Via Campesina. Also aus Landlosen- und Kleinbauernbewegungen. Dann gibt es nochmal die sogenannten Bauerngewerkschaften, das so nennen die sich in Brasilien. Also die Gewerkschaft der Landarbeiter und die Gewerkschaft nochmal der Kleinbauern. Die ist nochmal gespalten in einen großen, also in ganz vielen kleineren Bewegungen, aber die südbrasilianische Gewerkschaft der Familienlandwirtschaft zum Beispiel gehört zu einer der größten Verbände, die haben auch eine deutliche Position gegen Gentechnik.
Auf der anderen Seite jetzt gibt es aber auch eine andere Organisation. Das ist zum Beispiel jetzt von ganz rechts gesehen die paramilitäre, bewaffnete UdR. Das war früher UdR, die heißen heute anders. Die sind auch teilweise nicht offiziell. Die bekämpfen die Landlosenbewegung. Das ist die kriminelle Organisation der Großgrundbesitzer. Die sind völlig für die Gentechnik. Durch und durch. Und verlangen von der Regierung, dass jetzt die Zulassung von Agrargiften, die noch nicht zugelassen sind, schneller gehen soll. Nicht nur die Gentechnik, sondern auch die Agrargiften sollen erleichtert dazugelassen werden. Die sind gegen die Agrarreform. Das ist eigentlich so eine Bewegung aus den ehemaligen Coronets, die gibt es ja auch immer noch auf dem Land, diese großen, mächtigen Bauern, die früher das Land von den Portugiesen und Spaniern geerbt hatten und ja, in den 500 Jahren weiter vererben und ganz viel Land besitzen. Dann gibt es nochmal eine andere Bewegung, das ist der Verband der brasilianischen Landwirtschaft, sagen die. Das sind die sogenannten Großgrundbesitzer, die in großen Monokulturen produzieren. Die sind dann auch völlig für die Gentechnik. Komischerweise sind das auch die meisten Vorstandsvorsitzenden der Genossenschaften. Obwohl die meisten Mitglieder dieser Genossenschaft der Kleinbauern sind, die wählen aber diese Großbauern. Und die Verträge zwischen Monsanto und der Genossenschaft sind auch wichtig hier zu erwähnen, denn vor Ort macht ja die ganze Kontrolle die Genossenschaft. Die bekommen 5 bis 15% der Lizenzgebühren, um diese diese Arbeit zu leisten, sage ich mal so. Wichtig ist, dass sie die Mehrheit der Abgeordneten im Parlament haben. Die meisten Parlamentarier Brasiliens sind Vertreter der Großgrundbesitzer. Schwierig zu verstehen ist, dass diese Regierung sowie die zwei vorherigen ein Bündnis waren mit denen, sodass sie auch den Landwirtschaftsminister stellen. Und sodass der Landwirtschaftsminister sich auch völlig für Gentechnik ausspricht. Und auf der anderen Seite ein Minister für Agrarentwicklung, die Kleinbauern vertritt und dann eine andere Position hat. Also die Regierung spiegelt das wider, was in der Gesellschaft auch so zerstritten und widersprüchlich sich darstellt. Naja, eine ganz andere Bewegung ist auch wichtig zu erwähnen, damit man das Ganze nochmal dazu hat. Es gab jetzt vor kurzem eine Entscheidung eines kleineren Verbandes der kleinen Bauerngewerkschaften, die sich für Gentechnik ausgesprochen hatten. Mit dem Argument, sie wollten ja auch so wie die Großbauern von den Vorteilen profitieren. Dann komme ich wieder zu dieser anderen Frage. Erstaunlich, dass die Kleinbauern nicht darauf reagierten. Also die Vertreter sind vielleicht nicht so Vertreter. Die wollten zum Beispiel, dass die Regierung gentechnisch verändertes Saatgut an die Kleinbauern bringt. Nur 8% der Kleinbauern wollten es überhaupt. Obwohl die Vertreter der Kleinbauerngewerkschaft es wollten. Naja, dann ist es immer wieder dieses Demokratiedefizit. Ne? Ich weiß das ja auch nicht zu erklären. Wie kann das sein, dass man Vertretern hat, die eigentlich das Gegen von dem wollen, was die Basis sich wünscht. Und das funktioniert in der Demokratie. Dieses Spiel dreht sich immer so komisch um. Und wir haben zum ersten Mal eine Regierung, die vielleicht das widerspiegelt, was in der brasilianischen Gesellschaft so los ist. Zurück dann zur Frage großflächiger Anbau. Gibt es ein Zurück? Das war die Frage, ne? Wissenschaftlich gesehen kann ich hier jetzt nicht antworten. Es gibt keine Studien, um das zu beweisen, dass es möglich ist, nach 10 Jahren Gensojaanbau da wieder Biosoja anzubauen. Nach den Abkommen zwischen den Zertifizierungsverbänden ginge das. Also bei Soja, Soja ist eine Pflanze, die sich selbst befruchtet. Also sie kreuzt sich nicht aus.
würde es sich um eine Entgiftungszeit handeln, die bei 3 Jahren liegt. Also nach 3 Jahren Entgiftung des Bodens, nach so vielem Glyphosat, sei es möglich, wieder nicht, also gentechnisch frei zu produzieren. Bei Bio, na, das, ich habe das jetzt am Anfang, ich glaube, ich muss das nochmal korrigieren. Also bei gentechnisch freiem Soja. Bei Bio sind die Regeln etwas strenger, kommt man auf 5 Jahre. Also gentechnisch frei ist schon mal eine Chance, die wird schon genutzt derzeit. Also man macht einfach Fruchtfolge und in 3 Jahren baut man wieder Soja an, auf demselben Land. So ist einem zurück möglich. Wissenschaftlich gesehen ist das ja nicht untersucht worden. Ich kann jetzt nicht sagen, was war los in dem Boden. Welche Auswirkungen gibt es da jetzt? Ob das immer noch derselbe Boden ist? Ich würde eher befürchten, dass es nicht möglich ist. Aber das ist die einzige Antwort, die man so geben kann, weil es wird ja sicherlich in den nächsten Jahren der Fall sein, dass viele Bauern gentechnikfreie Soja nach Europa exportieren aufgrund der Kosten, was ich ja bei Großbauern schon sehe, auch bei mehreren, die das dann machen werden. Und vielleicht könnte es auch sein, dass es sogar zum Bio-Soja-Export kommt bei manchen Zertifizierungsorganisationen. Nicht ausgeschlossen. Wie ich zur Kommission komme, eine sehr spannende Frage, dachte ich auch nicht. Wie schafft man sowas? Nicht, dass es jetzt so wichtig ist, da drin zu sein, weil die Abstimmungen sind sowieso vorher entschieden. So, ja. Ich kann das auch so, ich kann das auch nochmal anders darstellen. Ich hatte mal selber ein Gutachten über Soja, das eine Kombination an herbizidresistenten Pflanzen darstellte. Und dann habe ich eine lange Zeit argumentiert, die meisten Molekularbiologen dachten, das sei ja nicht so technisch, wie sie das sich wünschen. Denn die glauben ja, das sollte nur alles technisch diskutiert werden. Und sie trennen ja den Umsatz von, also den Einsatz von Pestiziden und die Pflanze selbst. Also man sollte bei der Pflanze selbst bleiben. Mit Herbiziden hat das jetzt nichts zu tun. Obwohl man weiß, dass es in der Praxis zusammenkommt, aber die verschieben das dann an anderen Behörden. Also da müssen die anderen Behörden sich kümmern. Aber die Zulassung bleibt bei dieser Kommission. Toll, ne? Und das ist auch dann so spannend gewesen, dass wir dann abgestimmt hatten und dann gab es eine Entscheidung, das war 18-3. 18 dafür, 3 dagegen. Und später hatte ich ein nächstes Gutachten. Naja, dann habe ich nur das diskutiert, was wir eigentlich mit der Pflanze zu tun haben. Also die Veränderung an der Pflanze selbst, welchen Einfluss das haben könnte auf anderen, also auf die Lebewesen, auf die Natur, auf die Insekten. So genau das, was die Debatte ist bei der Biosicherheit. Also ist zu gewährleisten, dass es keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt hat. Was ist passiert? Es wurde noch nicht mal diskutiert und man hat sofort abgestimmt. Das Ergebnis 18-3. Und das ist auch immer so. Also ich mache da mir jetzt keine Hoffnung, dass jetzt da drin zu sein eine Chance sei, etwas da zu ändern. Nein. Aber das ist die einzige Chance, Informationen zu haben. Das ist auch die einzige Chance, zur Presse zu gehen, wie ich es heute beim Südwestdeutschen Rundfunk gemacht habe in Koblenz, und dann kann ich sagen, ich bin Mitglied dieser Kommission, bitteschön. Fragen Sie. Wenn ich nicht drin bin, dann bekommt die Öffentlichkeit ja gar nichts zu wissen. Dann ist es so wie bei der EFSA, dann kommen die Wissenschaftler hier hin und sagen, naja, das mit Seralinie ist alles unwissenschaftlich. Bei uns gab es eine Ablehnung einer Revision der Zulassung von NK603, nachdem die Studie in Frankreich stattgefunden hat. Im Auftrag des brasilianischen Außenministeriums in Brüssel.
Und dann? Dann haben Sie schnell ein Gutachten besorgt, bevor zur Abstimmung gekommen ist. Und dann war es schon klar, die hatten ein Resümee gelesen und haben dieselben Argumente reproduziert, die weltweit gegen Serralini gerichtet waren. Und das hat dazu geführt, doch, sind doch gar keine neuen Erkenntnisse. Die Rasse, die da war, die war nicht in Ordnung. Obwohl es die Rattenrasse war, dieselbe, die Monsanto benutzt hat, um die Sorten in Brasilien zuzulassen. Also von Monsanto, okay. Die schriftliche Studie von Serralini, falsche Rasse. Oder er hätte ja irgendwie zu viel in der Öffentlichkeit mit der Hypothese sich gegen die Gentechnik geäußert, vielleicht das mit den Bildern wäre so schlimm. Also nicht die Argumente, sondern dass er die Bilder seiner Presse zeigt. Das würde darauf hinweisen, dass es nicht wissenschaftlich sei. Also solche Argumente. Also wie komme ich zur Kommission? Jetzt zurück zur Antwort. Um in diese Kommission hineinzukommen, muss man von einem Minister ernannt werden. Das ist der Forschungsminister. Der Forschungsminister bekommt die Empfehlung, drei Namen, also der hat ja einen anderen Minister, jetzt ist es der Minister für Agrarentwicklung in meinem Fall, der hat dann drei Namen präsentiert, damit der Forschungsminister einen aussucht. Bevor der Agrarentwicklungsminister die Namen bekommt, dann bekommt er nochmal von der Zivilgesellschaft drei Namen. Und dann war ich vorgeschlagen worden vom brasilianischen Verein Ökologische Landwirtschaft. So beginnt das Ganze. Ich bin jetzt drin seit 2 Jahren und man darf maximal 6 Jahre drin sein. Einfach, glaube ich. Ich dachte aber, aufgrund meines Lebenslaufes oder meiner Kritik an der Gentechnik wäre vielleicht es schwieriger gewesen. Es war nicht so schwierig, weil man schon genau weiß, wie viele kritische Wissenschaftler da drin sind. Man wünscht sich auch, dass ein paar kritisch sind, damit man es am Ende sagt, sind ja alle. Obwohl der Unterschied verhältnismäßig nicht so ist. Jetzt zur Frage, warum machen die Bauern das? Das ist die entscheidende Frage vielleicht. Das ist doch komisch, wenn es sich nicht lohnt. Warum sollte ein Bauer das anbauen? Na, es gibt auch andere Fragen auf der Welt, die man nicht antworten kann, glaube ich. Warum raucht ein Mensch, der weiß, dass die Gesundheit dadurch beschädigt wird? Ne? Also es gibt ganz viele Dinge, die ein Mensch tut, obwohl es, man könnte sagen, etwas widersprüchlich ist. Das ist aber nicht die Antwort. Die einzige Antwort, die ich auf diese Frage geben kann, ist das, was ich bei meiner Doktorarbeit auch gemacht habe. Ich konnte es beschreiben, wie es passiert ist. Ich bin ja da weggegangen, als es begonnen hat. Und da war ich in Deutschland, da habe ich 3 Feldforschungen durchgeführt. Und dann habe ich es mal geschildert, wie ist es passiert. Nachdem ich zurückkam, dann sagen alle, ja, so ist es passiert, jetzt kann man nichts mehr machen. Aber so ist es passiert. Also ich habe es in Schritten, also man kann das auch schildern, Schritt per Schritt, wie man das macht, mit welchen Methoden. Das erste ist, was auch weltweit bekannt ist, die Bauern werden an Pestiziden gewöhnt. So wird das selbstverständlich. Glyphosat sei ja kein Gift oder sei ein gutes Gift oder kann man sogar trinken und so weiter. Also Pflanzenschutzmittel sind da kein Tabu mehr, die Bauern spritzen und spritzen und spritzen. Wenn das funktioniert, das war Anfang der 90er Jahre, da gab es noch keine Gentechnik, dann versucht man die staatliche Forschung zu beeinflussen. Es gibt da fast keine unabhängige Forschung mehr. Die meisten Forschungsinstituten, die haben auch die eigenen Wissenschaftler so aufgenommen, dass es keinen in der Leitung mehr gibt, der irgendwie kritisch ist. Auch das Geschäft zwischen Monsanto und das große Agrarforschungsinstitut Embrapa, also die Saatgutindustrie, wurde aufgekauft im Lande und monopolisiert. So gibt es nur noch das. Es gibt keine anderen Sorten mehr,
als die, die die Bauern selbst vermehren, die dann vergleichmäßig oft nicht so ertragreich sind, obwohl sie ja noch erlaubt sind. Vielleicht kommen die auch dazu, dass sie gar nicht mehr erlaubt sind, die Bauern selbst vermehren. So weit sind wir noch nicht. Ich weiß aber, in anderen Ländern ist es schon so. Gibt es diesen Sortenkatalog. Man kann gar nicht mehr selbst Saatgut vermehren. Oder das Recht des Bauern, unabhängig zu bleiben beim Saatgut, ist schon weg. Bei uns gibt es das noch. Noch, sage ich, weil bei uns der Versuch ist, da eine Terminator-Technologie einzuführen, also dieses sterile Saat. So ist es nicht mehr möglich, nach einer Ernte es wieder anzubauen. Das konnten wir jetzt kurzfristig verhindern, deswegen war es nicht in meinem Vortrag. Dann sucht man sich ein Gebiet aus, wählt es aus und die Kontamination wird erwartet. Bei uns war die Strategie etwas anderes als in anderen Ländern, weil da unter der Regierung von Carlos Menem 1994 diese Verträge mit den USA abgeschlossen wurden und Argentinien flächendeckend mit Soja, von Monsanto erackert wird. Und dann war die Kontamination über die Grenze zu erwarten, nach Brasilien, nach Bolivien, nach Uruguay, nach Paraguay. Als das ganze Gebiet verseucht war und die Bauern dachten, ja, da kommt nichts anderes, dann werden erst die Lizenzgebühren kassiert. Also diese ganze Zeit hier ist eine Zeit, in der es billig war. Das wird aber auch mit anderen Strategien kombiniert. Wissenschaftler und Politiker werden gezielt gewonnen, sodass die ganzen Spielregeln auch gesetzlich so funktionieren, sodass Schmuggel gar kein Verbrechen mehr ist. Also in diesem Fall. Die Schmuggler wurden belohnt, anstatt dass sie bestraft wurden. Wer bestraft wurde, ist der Bauer, der da nicht mitgemacht hat. Der musste dann vorab der Genossenschaft, die ja Verträge mit dem Konzern abgeschlossen hat, beweisen, dass seine Soja nicht gentechnisch verändert ist. Er muss sogar noch den Test zahlen. Also die Bauern, die gentechnisch Frauen freigeblieben sind, die mussten beweisen, dass sie keine Gentechnik haben. Hätten sie, dann müssten sie ja vor Ort bei der Ernte wieder Lizenzgebühren zahlen. Da ist es alles anders geworden, jetzt haben sie die Lizenzgebühren wieder zurück. Könnten sie zurückbekommen, aber dann beschließt Monsanto Verträge mit den Bauern, weil sie vor der Judikative gewonnen hatten. Die Lizenzgebühren dürfen nicht abkassiert werden. Dann gibt es keine anderen Sorten mehr. Und dann hat der Bauer die Chance zu verhandeln mit Monsanto. Jetzt, wenn er die Sorten haben möchte, dann beschließen sie, wie viel diese Sorten kosten. Wenn er dann diese Rechte aufgibt auf Lizenzgebühren, die vorher abkassiert wurden, dann bekommt er sie billiger. Da die Sorten fünfmal teurer sind, ist es schon ein Unterschied. Also hat Monsanto wieder gewonnen. Und dann gibt es ein Netz von Agrarberatern, die partnerschaftlich eingerichtet werden. Das sind diese Beratungsunternehmer. In Deutschland hießen die mal Inoplanta zum Beispiel, Limagrain. Das sind Genossenschaften, die gehen auf Veranstaltungen und sagen, wir sind hier lokal, wir sind hier von dem Ort, das hat gar nichts mit Monsanto zu tun. Unsere Agrarberater vor Ort entwickeln hier Sorten wie Mon 810. Und die übernehmen auch dann die Verantwortung, da Feldversuche durchzuführen. Monsanto kommt da selten vor. Dadurch versucht man auch, diese ganze Verseuchungsstrategie voranzutreiben, die in Deutschland ja nicht gelungen ist. Aber in anderen Ländern schon. Und dann gibt es riesige Werbungskampagnen. Zum Beispiel, die Bauern werden eingeladen zu einem Abendessen. Da gibt es ganz viel zu essen an Fleisch und zu trinken und jedes soll eine Hacke mitbringen. Das ist so ein tolles Beispiel für Werbungsstrategien. Bringt man alle eine Hacke mit und dann bringen sie die Hacke mit, dann haben sie gut gegessen, getrunken und dann jetzt bitteschön machen wir mal eine Rede und dann werden die Hacken verbrannt, symbolisch. Und genauso hier gemacht. Hä? Und genauso hier gemacht. Auch? Wurden die Hacken verbrannt? Achso. Das gute Essen, ja. Am Ende kostet das alles nichts und die Bauern bekommen 1 Liter Glyphosat. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht dazu. Nur zum Ausprobieren, also Vergangenheit Hacke, Zukunft Glyphosat.
Total, oder? Und die Preise waren damals ja auch sehr niedrig für Glyphosat damals. Da war gerade die Zeit auch, als das Patentrecht von Glyphosat ablief. Und dann ist das mit einer Situation de facto, heißt das in Brasilien. Also jetzt ist es gelaufen, das Spiel. Jetzt kann man nicht mehr raus. Und dann kann ich nur sagen, ja, so war es gewesen. Warum die Menschen es aber getan haben, das ist immer eine schwierige Frage. Vielleicht, weil sie auch Großbauern sein wollten. Das ist eine Erklärung. Vielleicht, weil der Druck auf höhere Erträge so groß ist, dass sie gehofft haben, nur mit dieser Technik mitmachen zu können. Das war in aller Werbung und in allen Landwirtschaftsmessen und so. Und alle Wissenschaftler reden davon. Dann war der rückständige Bauer, der das nicht gemacht hat. Und dann gab es einen riesigen Streit zwischen den Nachbarn. Wenn ein Nachbar da nicht mitgemacht hat, dann war er der Rückständige. Der wollte ja hacken und so. Dann wurde da Spaß gemacht. Und das im Ganzen ist ja auch hinter den Kleinbauern gar nicht so einfach, anders zu gestalten. Wenn ein Bauer da unter den anderen in diesen kleinen Betrieben da mit Monsanto mitmacht, dann ist alles verseucht. Das schaffen die bei den Großbauern nicht so einfach, da sind es Tausenden von Hektar. Also muss man ja ein eigenes Agrosystem, so ein Ökosystem schaffen, damit man keine Kontamination hat. So konnten die nichts mehr aushalten. Ne? Ich weiß das genau von meinem Vater sogar. Der hat aufgehört zu produzieren. Er konnte nicht mehr weiter als gentechnikfreie Produzent in diesem Ort produzieren. Auch wenn er das nicht wollte. Wenn alle Nachbarn da mitmachen, dann muss man sich mal vorstellen, was für eine Strategie. Die gehen sogar auf kirchliche Tradition zurück, die gehen dann zum Pastor, zum Priester, die gehen zum Bürgermeister, die gehen zu allen Leuten, die da ein Beispiel sein könnten für eine Richtung oder für Fortschritt. Oder der Bauer, der am meisten produziert zum Beispiel, bekommt dann eine Reise nach USA. Dann schauen die anderen, naja, ich will auch mal Großbauer sein. Ne? Also der ist ja der Fortschrittliche. Dann kommt er zurück und erzählt und erzählt und erzählt, wie toll das in den USA ist. Und so weiter. Also ich könnte hier in Deutschland vielleicht auch ein paar Bauern nennen, die so eine Rolle gespielt haben. In vielen Orten in Deutschland und auch in Podiumsdiskussionen aufgetreten sind und gesagt haben, wie toll das ist, einen Maisfünster zu bekämpfen, auch wenn es ihn da gar nicht gegeben hat. Man sollte sich aber präventiv schützen. Man müsste ja vorher das Zeug nehmen, bis man die Resistenzen hat. So wie wenn man jeden Tag ein Antibiotika nimmt, weil vielleicht habe ich nächste Woche eine Erkältung. Und dann hat man die Erkältung und das Zeug funktioniert nicht mehr. Dann braucht man aber ein nächstes Medikament. Also wer im gesundheitlichen Bereich arbeitet, kennt das auch. Tut mir leid, dass ich nicht genau sagen kann, warum ein Bauer sowas tut. Deswegen komme ich wieder zur Frage zurück. Ich weiß auch nicht, warum ein Mensch Dinge tut, die irgendwie nicht logisch sind. Ich kenne da auch Wissenschaftler, die wollen nicht logisch denken. Die verzichten darauf. Also das ist für mich ein Widerspruch. Wie kann man Wissenschaftler sein und die Erfahrung nicht berücksichtigen möchte, nicht kritisch bleiben möchte? Das ist für mich kein Wissenschaftler, aber ich kann nichts dagegen. Warum will er das? Ne? Da gibt es Einflüsse, gibt es diese Kontexte. Jetzt habe ich doch zu lange geredet, Entschuldigung. Vielleicht um einen Beitrag zu spezifizieren zu einer Frage, könnten Sie sich vorstellen, bei einer solchen Hochschulgründung auch im Agrarbereich Ihre Erfahrungen einzubringen? Noch eine Frage? Ja. Wie sieht nicht das mit der konventionellen Züchtung aus in Brasilien? Und von wegen Fruchtfolge in der konventionellen Landwirtschaft? Es braucht ja nicht unbedingt die biologische Landwirtschaft zu sein. Ob die Fruchtfolge eine Alternative sein könnte zur Nachhaltigkeit? Wie es da aussieht, ja. Mhm. Noch eine Frage? Ja. Und ich hatte noch die Frage, gibt es überhaupt, wie es so schön immer heißt, eine Koexistenz? Dieses Wort ist ja schon ein Unding bei der Gentechnik. Siehe Kanada, Rapsanbau, es gibt keine Biobauern mehr, das heißt, man hat keine Auswahl. Genauso ist es ja, wenn man schaut, was ist versicherbar auf dieser Welt und was nicht. Versicherbar ist alles möglich, nur nicht die Gentechnik und die Atomkraft.
Da fragt man sich, welche Verantwortungslosigkeit ist dann bei unseren Regierungen weltweit vorhanden? In der bäuerlichen Landwirtschaft ist ja das Bauern sterben und die Landflucht weltweit. Gibt es da in irgendeiner Form Beispiele in der Welt, um das zu stoppen, um junge Leute wieder an der Landwirtschaft zu halten? Ich fange jetzt mit den Fragen an, mit denen ich die kürzeste Antwort habe. Fruchtfolge gibt es wenig. Monokulturen bei Soja, Mais, flächendeckend fast. Ne? Es ist selten, dass man sich an diese Methoden hält, die ja längst bekannt sind, die auch zur Schädlingsbekämpfung eine Rolle spielen könnten. Also diese Gleichförmigkeit von Pflanzen zu verhindern. Vielleicht noch schlimmer, jetzt nur mit einer Sorte. Ne? Nicht mal nur eine Pflanzenart, sondern nur eine Sorte. Und Sorten, die da noch anfälliger sind, unsere Untersuchung. Bei der ökologischen Landwirtschaft ist das ja ein Kriterium, also auch bei der Biosoja. Man darf nicht jedes Jahr im selben Land, auf demselben Land Soja anbauen. Aber nur da. Ansonsten gibt es auch keine Vorschrift. So. Normal ist, dass man im Sommer, also im Süden jetzt, im Sommer Mais oder Soja anbaut und im Winter baut man Hafer oder Weizen an. Und seit 50 Jahren dasselbe. Wie lange das gehen sollte, ist auch immer die Frage, aber die war jetzt nicht gestellt. Ich glaube, das hat keine große Zukunft, das wissen wir. Und wir hätten vielleicht auch viele andere Methoden noch, die vor den letzten 50er Jahren von den Bauern und von den Indianervölkern in Lateinamerika überhaupt als Technik entwickelt wurden, ohne Agrargiften zu missen, zum Beispiel, ohne das Zeug zu brauchen. Also es gibt Methoden, auch bei uns, wir nennen das zum Beispiel Allelopathie. Das ist eine Art des Umganges mit Pflanzen, um zu verstehen, welche Pflanze Vorteile bringen kann, wenn sie zusammenwachsen oder nach einer anderen und welche Nachteile bringen. Und dass es bestimmte Stoffe gibt, sogar biochemische Stoffe, die Unkräuterkeimungen verhindern können. Also so vieles können wir in Brasilien bei so einer riesigen Vielfalt an Ressourcen und Lebensarten. Dass wir diese Chancen aber nicht nutzen, das ist auch so etwas Kompliziertes. Warum setzt die Regierung nicht Wert darauf? Wie viel kostet es, es aufgegeben zu haben, gentechnikfrei weltweit produzieren zu können? Mit den billigsten Preisen sogar. Wie viel hat das gekostet? Wenn man das mit dem vergleicht, was heute die Regierung verdient mit dem Sojaexport, ist das absurd. Das wurde aber mal nie berechnet. Ne? Anstatt in Agrargifte auszugeben und dann mit Gesundheitsinvestitionen das zu kompensieren und so weiter. Die zweite Frage ist der Koexistenz. Also, das hatten wir ja auch schon bei dieser Geschichte. Es geht noch nicht mal bei Soja. Soja ist eine Pflanze, die sich selbst befruchtet. Es gibt keine Kontamination, biologisch gesehen. Es gibt eine Kontamination aufgrund des Umgangs mit Maschinen, mit Wasser, der Nähe der Fläche, also beim Umdrehen des Mähdreschers oder so. Es gibt da keine Chance, nebeneinander gentechnikfrei und gentechnikverändert auf kleineren Betrieben zu produzieren. Das setzt voraus, dass man in größeren Regionen sich entscheidet, da keine genveränderten Pflanzen, gentechnikfreie Pflanzen anzubauen. Also gentechnikfreie Regionen. Das ist die einzige Koexistenz. Also die gentechnikfreie Regionen auf einer Seite und die gentechnikveränderten Pflanzen auf der anderen Region vielleicht. Das wäre vielleicht die Koexistenz, die möglich ist. Gibt es derzeit, ne? Großgrundbesitz in Mato Grosso bei uns. Gentechnikfrei teilweise. Süden. Kleinbauern, fast alles mit gentechnikfremden Pflanzen. Landflucht und was man da tun könnte und das mit der Uni. Ich habe heute die ganze den ganzen Vortrag über die Universität dabei. Ich habe den heute nicht vorgestellt, ich habe darauf verzichtet. Es gibt in den drei Bundesländern des Südens, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eine neue Universität, an der
wird nur ökologische Landwirtschaft gelehrt, nicht nur ökologische Landwirtschaft, sondern man könnte sich hier mal alle 43 Studiengänge anschauen, was es alles so gibt. Das sind die Bauernsöhne und Töchter, die da die Chance haben, zur Uni zu kommen, hatten sie noch nie in der Vergangenheit. Das ist die 11. Universität, die unter der Regierung Lula gegründet wurde im Jahr 2009. Alle Professoren da werden vom Staat bezahlt und werden durch öffentliche Verfahren aufgenommen, durch Prüfungen. Das schließt ja noch nicht aus, dass wir auch da Leute haben könnten, die anders denken. Das ist ja in der Universität normal. Was wichtig ist, ist, dass die meisten Professoren, die bei uns arbeiten, da vorher bei genossenschaftlich eingerichteten Universitäten vor Ort gearbeitet hatten. Das ist ja die erste staatliche Universität in der Region. Deswegen kamen die meisten Professoren aus den ehemaligen anderen Universitäten, die gemeinschaftlich organisiert waren, und die hatten schon diese Richtung auch. Zum Beispiel, ich war an dieser Universität, bin dann wieder zurück nach Brasilien, weil ich mir hoffe, nicht nur ein Projekt in Richtung nachhaltige Entwicklung zu entwickeln oder ein Fachbereich oder ein Institut, sondern eine ganze Universität. Und das ist vielleicht die besondere Antwort. Diese 200 pro Jahr Agrarwissenschaftler, die jetzt Agrarökologie studieren, hoffen wir, dass sie da auch einen wichtigen Beitrag leisten können, um da neue Methoden zu entwickeln, um besser in der Landwirtschaft arbeiten zu können. Das heißt ja im Grunde genommen, wir brauchen mehr Wissen, damit man durch Arbeit, die mit mehr Wissen verbunden ist, einen höheren Wert schaffen kann. Und vielleicht sogar die Zeit der Nichtarbeit, die in der Landwirtschaft entsteht, dadurch nicht kompensieren, sondern nutzt. Und das ist das, was man an einer Universität machen kann, also die Arbeit so zu entwickeln, dass sie jetzt viel mehr wert ist. Wert heißt dann auch, die Naturressourcen zu schützen, keine Produkte auf den Markt zu bringen, die gesundheitsschädlich sind, dass man die Bauern dann auch mal nochmal gleichzeitig unterstützt. Und das hatte ich ja vorher mit diesem nationalen Programm zur Förderung der Agrarökologie verbunden, dass die Bauern in der Lage sind, heute für das Programm Null Hunger zu produzieren. Wir haben fast 200 Millionen Menschen in Brasilien, und derzeit, das war ich auch noch schuldig auf der vorherigen Antwort, Frage, wir haben es derzeit so, dass Menschen mit Nahrungsmitteln von der Regierung versorgt werden. Dass diese Lebensmittel aber dann nochmal vor Ort regional von den Bauern aufgekauft werden von der Regierung, ist das neu. Und dass man das auch nochmal ökologisch gestalten möchte, ist nochmal ganz neu. Und dazu braucht man Wissen. Nur um das Programm Null Hunger zu finanzieren, an Stand zu halten, bräuchten wir 200.000 Agrarwissenschaftler mit Schwerpunkt auf Agrarökologie. 200.000, die gibt es noch nicht. Auch die Professoren, die müssen wir noch suchen. Die meisten haben das ja nicht gelernt. Und wir versuchen jetzt mit Kooperationen weltweit, zum Beispiel mit Kassel-Witzenhausen und so weiter, dass wir von anderen Universitäten auf der Welt lernen, wie Cordoba in Andalusien und so weiter, dass wir Verträge mit anderen Universitäten abschließen, dass wir diesen Weltaustausch auch ermöglichen. Es gibt auch noch das Programm Wissenschaft ohne Grenzen. Jeder Brasilianer, der zum Ausland gehen will mit einem Stipendium für ein Jahr, kann das auch gut nutzen. Ich hoffe, dass viele ein Praktikum in Deutschland machen bei den landwirtschaftlichen Betrieben hier. So hatte ich auch schon vorher erzählt von Bauern, die nach Brasilien gehen und bei uns Vorträge halten oder sogar Schulungen übernehmen bei der Landjugend. Also ist vielleicht das Sinnvollste, was man überhaupt tun kann, um die Landflucht zu verhindern, dass wir es der Landjugend ermöglichen, wie man in der Landwirtschaft Lebensmittel für das Land produzieren kann, das auch noch so viel Hunger hat. Also dort, anstatt zu exportieren, das zu fordern, ist vielleicht die wichtigste Antwort gegen die Landflucht. Das heißt noch nicht, dass wir jetzt alle Landjugendlichen auf dem Land erhalten werden,
sondern wir werden nach wie vor immer noch viele Bauern haben und die in der Lage sein können, das Land selbst zu versorgen. Und das ist für mich vielleicht die wichtigste Erfahrung der letzten Zeit, weil ich, als ich nach Deutschland kam, ein Stipendium der Evangelischen Kirche hatte, beim Evangelischen Entwicklungsdienst, um hier zu studieren, und mir gewünscht hatte, dort ein Projekt aufzubauen zur Agrarökologie. Das war so ein Wunsch. Ne? Jetzt haben wir gerade ein Masterprogramm aufgebaut. Das ist das erste Masterprogramm Agrarökologie auf eine Ansiedlung der Agrarreform. Wir haben das auch nochmal verbunden mit anderen Fachbereichen, weil Agrarökologie ja fachübergreifend denken muss. Also da kommt nochmal Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften, Pädagogik, alles dazu, weil in der Agrarökologie die soziale und die Umweltfrage ja zusammengehören. Ich freue mich da, diese Universität aufbauen zu können. Das sind wenige Wissenschaftler vielleicht, die diese Chance haben, mal eine Universität aufzubauen, ganz neu. Ob das lange geht, hängt von der Regierung ab. Es kann sein, dass im nächsten Jahr diese Regierung nicht wieder gewählt wird. Dann kann es vielleicht zu Ende gehen. Und wir haben deswegen auch so viel Eile. Wir müssen das schnell machen und gesetzlich so verankern, dass es auch weitergeht. So einen Erfolg hatte ich mir nie vorgestellt, hat mich irgendwie zu einem Optimisten gebracht. Ich war ja so lange immer gegen was, jetzt kann ich mal endlich auch für was sein, das sagte ich ja vorher. Nicht nur, weil ich glaube oder weil ich es mir wünsche, sondern weil ich es sehe. Und ich lade hier ganz herzlich alle ein, mal zu uns zu kommen und das sich alle anzuschauen. Also ich finde das toll, dass es diese Erfahrung gibt. Leonardo Boff, das ist der berühmteste noch lebende Befreiungstheologe, der sagte, sowas gibt es nur bei uns. Naja, vielleicht so viel Hoffnung in so wenig Zeit ist immer das Risiko, dass vielleicht daraus nichts wird und dass das verhindert wird. Es kann verhindert werden durch Regierungen, es kann auch verhindert werden durch die eigenen Professoren. Aber bisher ist es so verankert im Gesetz, dass unsere Professoren kein Drittmittelgelder bekommen dürfen, sonst verlieren sie ihren Job. Und alle unsere Labors, die auch so schön eingerichtet sind, also klasse, alles was da so eingerichtet wurde, in 4 Jahren, die besten Labors für Naturwissenschaften zum Beispiel haben wir da aufgebaut. Das ist schon mal zunächst in den 4 Jahren ein wichtiger Beitrag. Es könnte vielleicht auch in anderen Regionen Brasiliens so sein. Leider haben wir in anderen Regionen nicht so die Bauerbewegung gehabt, die ja bei uns entstanden ist, die so stark auch das wollte und die Regierung gezwungen hat, es zu tun. Also der erste Präsident Brasiliens, der keinen Hochschulabschluss hat, hat dann diese Universität gegründet mit anderen 13, sind 14, das Rekord. In Brasilien. Und zweitens ist es auch so gewesen, dass wir ja in den 80er, in den 90er, in den letzten Jahrzehnten so viel Unterstützung hatten weltweit. Also die Entwicklungspolitik hat uns schon sehr geholfen, im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe. Dass wir jetzt so viele Wissenschaftler da haben, die da hingehen wollen, weil sie sich auch das wünschen, dort zu arbeiten. Und es ist mal schön, wenn man dort arbeiten kann, wo man auch sieht, da ist die Erfahrung in eine andere Richtung als die der Vergangenheit. Ja, wir haben auch Geografie, wir haben auch an Archäologen und alles dazu. Also ich bin jetzt seit 2011 im Rektorat als Vizerektor. Ich konnte gar nicht anders nach Deutschland kommen, als ich werde Urlaub nehmen, so bin ich hier. Ich war im letzten Jahr ausschließlich zur Kooperation zum Baskenland gefahren, weil es dort nach unserer Ansicht die beste Erfahrung des Genossenschaftswesens gibt, in Mondragon. Und dort haben wir die erste internationale Kooperation abgeschlossen. Jetzt sind wir auf der Suche.
alle anderen Universitäten, die mit uns zu tun hätten, thematisch, also erneuerbare Energien, Agrarökologie, Lehrerausbildung, alles das, was wir schon mal da haben. Also es gibt die Hoffnung, es gibt den Wunsch, nur wir haben leider nicht so die Zeit. Wir müssen ja da aufbauen. Und viele sagen, jetzt ist nicht die Zeit zur internationalen Kooperation. Ja, dann müssen wir alles auf einmal machen. Ne? Sind noch irgendwelche Fragen? Ja? Also ich wollte nicht fragen, ich wollte noch was dazu ergänzen. Also ich bin Imker aus Mainz. Und Anfang der 90er Jahre wurden bei uns gentechnisch veränderte Rüben im Versuchsanbau angebaut. Da hatten wir auch Kontakt mit der Landesregierung und da gab es auch eine Besetzung einer Risikokommission. Und da gab es zwei Ökologen und alles andere waren Gentechniker. Ich nehme an, dass dort die Abstimmungsergebnisse genauso waren. Und unser Vorschlag, das auf 50-50 zu machen, weil die Ökologen eigentlich die Auswirkungen der Wechselwirkungen ja eigentlich untersuchen und die, die wichtigeren wären, sind nicht erhört worden. Der Projektleiter von damals, ein Herr Bartsch, der war wenige Jahre später im Robert-Koch-Institut und ist heute in der EFSA. Ja, ganz banal. Dann hatte ich ein Gespräch mit einem Landwirt vor kurzem, der hat mir seine Verbandszeitschrift gezeigt. Und ich habe mich gewundert, es war wie so ein Otto-Unterlog. Also ich bin ein landloser Imker, kein Landwirt mit Boden, aber das war vom Bauern, vom Deutschen Bauernverband, eine Verbandszeitschrift, die war ganz dick. Und drei von vier Seiten waren Hochglanz-Fotoseiten für Werbung für Bayer und Co. Also die Chemieindustrie ist drin. Und er sagte, sein Bruder wäre auch Flächenlandwirt, also er ist Winzer und sein Bruder würde 60% seines Gewinnes für Pestizide ausgeben. Ich weiß nicht, ob das stimmt, das können vielleicht einige von Ihnen das besser. Aber auf jeden Fall ist daraus zu ersehen, dass der meiste Gewinn, den diese Landwirtschaft hierzulande erbringt, wieder in die Chemieindustrie zurückfließt. Das ist doch ein interessanter Gedanke. Bei uns Imkern hat auch die Firma Bayer versucht, ein Produkt gegen eine Milbe zu lancieren. Das hat sie nicht geschafft und das ist auch gut so. Wir sind einfach als Imker viel zu ursprünglich und nicht für die Chemieindustrie relevant. Das ist vielleicht unser Glück gewesen. Zu den Pestiziden in Deutschland, das sind, soweit ich weiß, 30.000 Tonnen im Jahr. Wenn ich das zu Ihren Zahlen in Relation setze, sind das ungefähr 400 Gramm pro Bürger in Deutschland. Wahrscheinlich, wenn man es auf die Fläche der Nutzfläche umlegt, wird es auch auf ähnliche Relationen kommen wie bei Ihnen. Und muss man sich einfach vorstellen, 30.000 Tonnen auf einen Berg gestellt, pures Gift, das muss man sich vorstellen, das wird halt durch feine Zerstäubung überall verteilt. Das ist schon ohne Gentechnik schon, finde ich, übel genug. Soweit meine Kommentare. Danke für den Beitrag. Noch eine Wortmeldung. Annemarie möchte dann noch was sagen. Ohne mich gemeldet zu haben. Der Begriff bäuerliche Landwirtschaft ist hier heute Abend ganz schön oft gefallen. Das freut mich natürlich als Vertreterin der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Die ABL setzt sich ein für den Erhalt der bäuerlichen Betriebe und natürlich, dass sie mehr werden. Denn ich glaube, wir haben viel zu verteidigen. Es geht darum, dass wir unpatentiertes Saatgut wollen, dass wir nachbaufähiges Saatgut wollen, dass wir eine qualitative Erzeugung haben wollen. Wir wollen Verantwortung für die zukünftigen Generationen übernehmen und das tun wir auch. Ich bin total froh, dass es die junge Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft gibt und es gibt auch noch andere und viele Jugendliche, die wieder aufs Land wollen, die wieder einen Betrieb aufbauen wollen, entweder den von zu Hause oder einen neuen gründen. Deshalb brauchen alle, die Landwirtschaft betreiben wollen, auch einen Zugang zu Boden. Auch hier in Deutschland ist das nicht unbedingt einfach. Und wir haben die gentechnikfreie Landwirtschaft zu verteidigen. In Deutschland gibt es über 200 gentechnikfreie Regionen, Bauern und Bäuerinnen, die sich zusammengeschlossen haben und sich freiwillig erklärt haben, dass sie keine Gentechnik einsetzen wollen. All das gilt es zu verteidigen und, was ich noch sagen möchte, ist am 18. Januar, da gehen wir deshalb auf die Straße, da heißt es nämlich Bauernhöfe statt Agrarfabriken und wenn auch Sie kommen wollen, 18. Januar, es wird dort warm werden, das verspreche ich Ihnen. Danke. Thank you.
noch sagen wollte, ich wollte mich bei den Veranstaltern bedanken, dass ihr das hier so toll organisiert habt. Vielen Dank, es war sehr schön. Ich möchte mich von meiner Seite bedanken, dass Sie hier waren, dass Sie so viel mitdiskutiert haben, viel eingebracht haben. Ich möchte mich aber auch bei unseren Begleitern bedanken, die sind heute noch gar nicht genannt worden. Antonio hat nämlich eine Schwester, Viria, steh doch bitte mal auf. Und die hat einen Mann, der heißt Ronaldo. Und die beiden, oder wir vier, glaube ich, sind schon zu einem guten Team zusammengewachsen. Vielen Dank an euch, dass ihr mitkommt. Und ich möchte mich bei dir bedanken, Antonio. Das ist die vierte Veranstaltung, die ich heute erlebe. Ich kann Ihnen sagen, es ist immer wieder anders, es ist immer wieder neu. Ich lerne immer wieder dazu, immer wieder ein anderer Blickwinkel. Vielen, vielen Dank. Und jetzt gebe ich an Gerhard Potz. So, ich möchte mich nochmal bei der Gemeinde Bekonten bedanken, dass sie uns die Möglichkeit gegeben hat, in diesem Raum hier, ich meine, es ist ganz nett, die Veranstaltung hier durchgeführt zu haben. Ich denke, wir alle haben was mitgenommen von dir und wir wünschen dir viel Erfolg in Brasilien beim weiteren Ausbau der Universität. Und vielleicht führt uns ja mal unser Weg nach Brasilien oder vielleicht führt dich dein Weg nochmal zurück nach Bekonten. Allen ein herzliches Dankeschön. Ihr könnt noch was essen, es ist noch genug da, es sind noch ein paar Flaschen Wein da, denn du musst ja nicht alles hier jetzt liegen bleiben. Ne? Und nach Brasilien bei den Armen oder an der Straße hier kann man doch nicht bringen. Ne? So, Dankeschön.